Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zuallererst. Ich will Ihnen ganz kurz einen Gruß meiner Redaktion überbringen. Im Augenblick sind aufgrund von Grippe und Magen-Darm von 7 Leuten nur 3 einsatzfähig. Deswegen muss ich das hier selber machen. Es war ein bisschen anders vorgesehen, das macht aber nichts. Achtung, vom neuen Lokalfernsehen, dass Sie in Ottruf noch nicht, aber im Laufe des Jahres ganz sicher empfangen können, sind 2 Kollegen auch da. Das heißt, es wird hier gefilmt. Und wer, weil das ja auch eine öffentliche Veranstaltung ist, damit nicht einverstanden ist, den muss ich jetzt bitten, es könnte sein, dass er einfach auch abgebildet wird, den muss ich jetzt bitten, bitte mal den Raum zu verlassen. Gut. Ich wollte es nur der Form halber sagen, es ist einfach wichtig. So, meine Damen und Herren, bevor, das habe ich versprochen, weil die Technik kommt aus dem Jugendzentrum nebenan. René Willing hat sie uns zur Verfügung gestellt, aber keine Sorge, nicht kostenfrei. Wir werden das in irgendeiner Art und Weise als Anzeige oder als Bewegtbild zurückgeben. Herzlichen Dank, das ist auch ein Applaus wert, Technik funktioniert. Ich weiß auch schon, was meine Leute morgen bei der Auswertung sagen werden. Die werden sagen, hast du die Technik gesehen, Mike? Hast du die Technik gesehen? Könnten wir eigentlich auch anschaffen. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Ich habe René Willing versprochen, auf die Ausbildungsbörse morgen hinzuweisen, bevor wir ins Geschehen einsteigen. Ausbildungsbörse, morgen eine Premiere in der Goldberghalle, meine Damen und Herren, von 9 bis 17 Uhr. Also der ein oder andere, der arbeiten muss, bis 16:30 schafft es auch noch. Kontakte, Ausbildung, Zukunft, ein hervorragendes Programm. Wir werden auch da sein. Allerdings nur als Berichterstatter, in Anführungszeichen. So, meine Damen und Herren, die Wahl steht an. In Ottruf wird ein Nachfolger für die Bürgermeisterin, die auch hier ist, für Frau Hopf gewählt. Und ich kann Ihnen versichern, es wird ein Mann sein. Aber das ist nun für Sie keine Überraschung. Und bevor wir uns in das Geschehen geben, hat jeder von den Kandidaten 1 Minute Zeit, sich vorzustellen. Zuvor aber einige Regeln. Erstens, ich bin hier der Chef. Ja? Und wenn ich zu Ihnen dann in der Bürgerrunde, die wir ohne Zweifel machen werden, sage, jetzt ist gut, dann ist bitte gut. Ja? Das heißt, jeder hat eine Frage an einen Kandidaten. Wir werden nachher nicht eine Frage an alle Kandidaten. Sie müssen also selektieren, von wem Sie was wissen wollen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir nicht unendlich Zeit haben. Und die zweite Geschichte ist, meine Damen und Herren, wir werden hier auch keine Wahlprogramme abfragen. Es wird also nicht so sein, ja, wer von den Wahlprogrammen alle haben ausgelegt, können Sie mit nach Hause nehmen. Es wird also nicht so sein wie in mancher anderen Runde, die Sie vielleicht schon erlebt oder nicht erlebt haben, dass ich eine Frage stelle und 5 Kandidaten geben 5 Antworten. Das ist für den Kandidat 3 und den Kandidat 4 und den Kandidat 5 schon ganz schön schwierig, wenn Kandidat 1 und Kandidat 2 alles sagen, was zu sagen ist. Gibt es bei Oskar am Freitag und im Lokalreporter nicht. Wir werden also versuchen, einen Querschnitt darzustellen von den Kandidaten, von den Meinungen, von den Themen. Und wem was fehlt, das ist ganz wichtig, der kann am Ende in unserer wirklich 20-minütigen Bürgerfragerunde plus X fragen. Ja? Es wird nie möglich sein, in einer Diskussionsrunde alles zu besprechen, das ist ganz klar. Aber Sie können eine wunderbare Meinung sich bilden von den Kandidaten, die hier antreten. Die Bürgermeisterwahl in Ottruf gilt als eine der spannendsten in Thüringen, neben der Landratswahl in Gotha. Überall, wo Amtsnachfolger gewählt werden, ist es natürlich ein offenes Rennen. Und meine Damen und Herren, damit steigen wir auch ein. Und wir fangen einfach mal von Volker Kühn an. Ja, ich muss Ihnen ja die Leute nicht vorstellen, das glaube ich eigentlich weniger. Ja, die können das selber nochmal. Und wir fangen mit Volker Kühn an. Volker Kühn, warum wollen Sie Bürgermeister von Ottruf werden? 1 Minute Zeit, bitte. Ja, hallo, schönen guten Abend. Volker Kühn brauche ich nicht zu sagen. Ich glaube, alle kennen mich hier. Und zwar geht es darum, soll ich aufstehen? Ja. Okay. Seit 9 Jahren bin ich im Stadtrat tätig. Und in der ganzen Zeit als Werksausschussvorsitzender und was nicht noch alles. Und wir führen die 2 stärkste Fraktion im Stadtrat an. Und wir haben halt festgestellt,
dass wir in dieser Stadt nichts voranbringen können, wenn wir nicht Bürgermeister sind. Also wenn die Stadtverwaltung und die Amtsleiter das nicht wollen, schafft kein Stadtrat und keine Fraktion irgendwas voranzutreiben. Deshalb sind wir als WFO gewillt, einen Bürgermeister zu stellen, um die Stadt voranzubringen und den Vorwärtsgang wieder einzulegen. Danke. Hervorragend in der Zeit. Hans Blei? Nein, Hans Blei heißt er ja nicht. Hans wird er ja nur genannt. Herr Blei, bitte, Ihr Auftritt. Also doch, Heinrich Josef Blei. Ich habe heute einen ganz tollen Tag hinter mir, denn ich habe mich den ganzen Tag gefreut über meinen Gemeinderat. Denn der hat gestern mit 11-1 für Ohrdruf gestimmt. Und das war ein ganz tolles Zeichen. Gestern Abend war vor der Gemeinderatssitzung hier ein Stammtisch, wo die Gewerbetreibenden eingeladen waren. Mir waren es zu wenig, weil ich denke, zum Gewerbestammtisch gehört der Ein-Mann-Betrieb bis zum 500-Mann-Betrieb, dass wir eine große Gemeinschaft hier kriegen. Und ich habe mich dort vorgestellt. Sie sehen hier den letzten Bürgermeister von Krawinkel und ich hoffe, den zukünftigen von Ohrdruf. Dankeschön. Herzlichen Dank. Stefan Schambach, ein Ohrdrufer Urgestein. Warum will er Bürgermeister werden? Die Zeit läuft. Die Karten werden für Ohrdruf gemischt und ein Wahlspruch von mir heißt, auf den Steuermann kommt es an. Das heißt, es ist wichtig, wer vorne ansteht, wer den Kern zieht. Und ich möchte den Kern ziehen für Ohrdruf, weil ich denke, es braucht jemanden, der Ahnung hat von Verwaltung. Das habe ich. Es braucht jemanden, der engagiert ist. Das bin ich. Und es braucht jemand, der die Leute zusammenbringen kann. Und das kann ich. Und das habe ich in verschiedenen Funktionen bewiesen. In Krawinkel als ehrenamtlicher Bürgermeister, als Fraktionsvorsitzender der rot-grünen Kreistagsfraktion in Gotha und in vielen, sage ich mal, Vereinen, in denen ich engagiert bin und in denen ich aktiv bin. Ich kann Gremienarbeit, ich bin wirklich ein Teamplayer und ich glaube, das braucht es in Ohrdruf. Ein Teamplayer, gerade in einer Situation, wo andere Orte dazukommen, wo man den Stadtrat, sage ich mal, auch wieder vereinen muss. Ich war ein paar Mal auch in Stadtratssitzungen, habe mir das angeguckt, gibt da auch durchaus Spannung. Ich glaube, da muss man auch Arbeit leisten, um alle zusammenzubringen, aber auch, um zukünftig die zukommenden Orte mit zu integrieren, dass, sage ich mal, für alle Orte was Gutes bei rauskommt. Und dafür stehe ich. Herzlichen Dank. Adrian Weber, derzeit Pressesprecher im Landratsamt. Warum wollen Sie Bürgermeister von Ohrdruf werden? Guten Abend erstmal. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und Interesse an unserer Zukunft zeigen, in der Zukunft unserer Stadt. Warum ich hier kandidiere, ist ganz einfach, weil ich hier lebe, weil ich hier gern lebe und weil mir nicht egal ist, wie die Zukunft unserer Stadt ausgeht. Dafür trete ich an. Ich bin seit 2005 in Gotha im Landratsamt beschäftigt, bin dort Pressesprecher, zurzeit auch Büroleiter des Landrates. Also koordiniere unter anderem auch die gesamte Verwaltung mit, nicht alleine, das maße ich mir nicht an. Und ich maße mir auch nicht an, zu sagen, dass die Verwaltung hier in Ohrdruf enormes Verbesserungspotenzial hat. Es ist nach Türkau immer eine Aufgabe des Bürgermeisters und der Stadträte zusammen, eine Gemeinde zu führen, eine Stadt zu führen. Und das ist auch mein Wahlspruch. Gemeinsam, Zukunft gemeinsam gestalten, nicht gegeneinander. Dafür trete ich an und ich hoffe auf Ihr Vertrauen am 15. April. Vielen Dank. Kandidat Nummer 5, Thomas Gratsch. Sie haben das Wort. Schönen guten Abend, Thomas Gratsch, ist bekannt. Ich bin seit 9 Jahren im Stadtrat von Ohrdruf. Ich habe in der Vergangenheit bereits viele Projekte in Ohrdruf angeschoben. Ich erinnere an die Oratalbahn EG, an das Kinder- und Jugendparlament, an die Facebook-Seite Ohrdruf handelt, wo in denen ich versuche, in Ohrdruf etwas zu bewegen und nach vorne zu bringen. Das möchte ich gerne ab 2018 mit dem Amt und mit den Möglichkeiten des Bürgermeisters, weil ich glaube, dass ich Ideen für die Stadt Ohrdruf habe und weil ich glaube, dass ich auch in der Lage bin, sie umzusetzen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sehr schöne Einleitungsrunde. Alle Kandidaten sind unter der Zeit geblieben. Das bin ich aus Gotha gar nicht gewohnt. Ja. Aber gut, das ist ein guter Start. Umso mehr Zeit haben wir nach hinten. Wir fangen an mit Herrn Blei. Herr Blei,
Sie schreiben in Ihrer Werbung, Ottruf braucht einen Macher. Warum? Ja, man muss nach Klawinkel gucken. Dort bin ich vor 20 Jahren eingezogen in die LPG. Die war am Grund und Boden. Und wir haben daraus, denke ich, ein ansehenswertes Unternehmen gemacht. Und ich durfte dann vor 5 Jahren auch die Geschicke des Bürgermeisters übernehmen. Und wer ein bisschen in der Presse liest und sich umschaut und wer mal durch Klawinkel fährt, dort ist alles akkurat, sauber, neue Straßen. Das war so ein Bürgermeister im Ehrenamt mit einem tollen Gemeinderat zusammen machen kann. Einer allein ist auch in Klawinkel nichts wert und ich bin nicht dafür bekannt, dass ich viel arbeite. Man kennt mich als den faulsten Bauern und ich will nicht Bürgermeister werden, dass ich jetzt anfange zu arbeiten. Keine Sorge, ich lasse gern arbeiten und da denke ich, ist das große Thema auch in der Struktur unserer Verwaltung und in Struktur der Stadtbetriebe. Ich denke, dort sind sehr viele gute Leute und wenn man denen etwas mehr Luft gibt, und Herr Kunert hat gestern gesagt, er ist ja nur der letzte Beamte und geht, und dann sollte man einfach den jungen Leuten Freiheiten geben, Kompetenzen geben und dann denke ich, haben wir ein wunderbares Team dort, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Danke. Dankeschön, Herr Bleier. Herr Kühn, wir machen bei Ihnen weiter, weil, das muss jeder hier wissen, ich natürlich Vorgespräche geführt habe und Herr Kühn hat dabei auch einen Satz gesagt und er sagte, es reicht nicht, nur einen Hut im Wahlkampf zu tragen, um eine Wahl zu gewinnen. Warum glauben Sie, Herr Kühn, sind Sie ein siegfähiger Kandidat? Na, weil ich in den Themen agiere und weil ich halt nicht denke, dass jetzt 100 Bänke und 1000 Blumen die Innenstadt sehr, sehr voranbringen werden. Die Probleme liegen doch ein bisschen komplizierter. Wir haben massive Probleme, unsere Einnahmen und Ausgaben gehen extrem auseinander. Als ich 2009 angefangen habe, hatten wir einen Verwaltungshaushalt von 6,85 Millionen. Dieses Jahr sind wir bei 11,8. Die Einnahmen stehen in keinem Verhältnis dazu. Die steigen dementsprechend überhaupt nicht in der Höhe an. Die Aufgaben werden immer größer. Wir müssen halt sehen, dass wir irgendwie Einnahmen vermehrende Investitionen machen. Da habe ich in meinem Wahlprogramm, will ich nicht drauf eingehen, kennt ja jeder. Die Innenstadt müssen wir sanieren, das ist ein massives Problem, brauche ich auch nicht zu erklären, sieht jeder täglich. Das ist kein Aushängeschild mehr, das ist ein Schandfleck. Das ist einfach nur, wir müssen es angehen, obwohl es sehr schwierig wird. Mit der Stadtverwaltung, die muss man, ja gut, Heinz hat schon gesagt, da gibt es einiges zu tun an strukturellen Dingen. Seit 1994 ist da keine wirkliche Personalpolitik betrieben worden. Es wurden immer nur Stellen neu besetzt, qualitativ mehr oder weniger gut. Man muss da neue Strukturen reinbringen, die gibt es ja auch, ist ja auch kein Zauberwerk, das wird ja überall gelehrt. Und die Lebensqualitäten, ja gut, die gehen alle was an. Also ich bin Verfechter der kommunalen Trägerschaft der Kitas, wir haben sie seit 1. Januar, wir sind sehr stolz drauf. Wir hatten ein paar kleine Anfangsschwierigkeiten, jetzt stehen wir ständig in Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das läuft sehr gut. Das muss eine Erfolgsgeschichte werden. Wir brauchen alle unsere Schulstandorte hier. Die Ärzte- und Seniorenbetreuung muss funktionieren. Dann die Seele der Stadt, die Vereine, ganz, ganz wichtig, darf man auch nicht vergessen. Das sind halt Dinge, die kosten halt Geld, die muss man sich leisten können. Da müssen wir sehen, dass halt welches reinkommt. Ganz, ganz wichtig. Herr Kratsch, wir wollen hier mal anschließen. Der Herr Kühn sagt, die Ausgabenseite explodiert, die Einnahmenseite stagniert und der Stadtrat hat nichts zu sagen. Ich übertreibe als Mittel der Anschaulichkeit, meine Damen und Herren. Und Sie sitzen 9 Jahre im Stadtrat. Würden Sie die Meinung teilen? Nicht ganz. Was richtig ist, dass wir wirklich ein Problem haben, für die, die sich jetzt nicht so auskennen. Ein Haushalt der Stadt besteht aus 2 Teilen. Aus dem Verwaltungshaushalt und aus dem Vermögenshaushalt. Alle Einnahmen fließen in den Verwaltungshaushalt. Daran werden die Ausgaben der Verwaltung und einige freiwillige Leistungen finanziert. Und dann der Rest, der übrig bleibt, fließt in den Vermögenshaushalt. Und hier haben wir seit vielen Jahren in der Tat das Problem, dass wir gerade mal den Pflichtteil an den Vermögenshaushalt zuweisen können. Und das ist der Teil, den wir brauchen, um Tilgung und Zinsen von Schulden zu leisten. Das heißt, alle Investitionen, die wir in den letzten Jahren getätigt haben, sind aus der Rücklage getätigt worden. Und das muss sich im Prinzip ändern. Was heißt im Prinzip, das muss sich ändern? Die Einheitsgemeinde wird uns an dieser Stelle vor große Herausforderungen stellen. Ich bin ein großer Freund der Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden. Aber ich finde, die Einheitsgemeinde, die wir jetzt gebildet haben, wird eine sehr, sehr, sehr schwere Herausforderung, weil unsere Frage nach der Darstellung der Finanzsituation in einer Einheitsgemeinde
nicht beantwortet worden ist. Nach unserer Berechnung fehlt uns 1 Million Euro im Haushalt, die wir durch Schlüsselzuweisungen vom Land Thüringen decken müssen. Das heißt, wir sind jetzt so wohlhabend, dass wir eine Finanzausgleichsumlage auf unsere Steuerkraft an das Land Thüringen zahlen und wir werden zum Leistungsempfänger, weil wir unseren Haushalt aus den Einnahmen nicht mehr decken können. Umso wichtiger ist es, um künftig noch freiwillige Leistungen wie Vereinsförderung oder Investitionen und Sanierungen tätigen zu können, müssen wir unbedingt sparsamer werden. Noch kurz zu der Frage in dem Stadtrat, da kann nichts bewegen, das stimmt so ganz nicht. Er kann da nichts bewegen, wenn er sich nicht einig ist. Und wenn es keine Mehrheiten für eine Entwicklung in der Stadt gibt, dann werden die Beschlüsse, die nötig sind, nicht gefasst. Und ich muss es deutlich sagen, mir hat in den letzten 9 Jahren sehr, sehr oft der Wille zur Zusammenarbeit gefehlt. In den letzten Wochen geht es eigentlich nur noch über die Personalschiene. Es geht nicht mehr darum, was steht in dem Antrag, sondern wer bringt ihn ein. Und das entscheidet, ob bewilligt oder abgelehnt wird. Herzlichen Dank, Herr Gratsch. Herr Schambach, Sie gelten ja als ausgewiesener Kommunalexperte, nicht nur wegen Ihrer Arbeit in der SPD-Landtagsfraktion, sondern auch wegen langen und vielen Jahren im Kreistag. Wie sehen Sie denn die Ottrufer Ausgangssituation? Ich habe keine Ahnung, wo die Geräusche herkommen, muss ich ehrlich sagen. Auch von draußen, ja, alles gut. Die Lüftung, so ist es. Also ich sehe die Ausgangsposition gut. Die Stadt Ottruf steht auf einem soliden Sockel und da muss man wirklich auch vorangegangenen Kommunalpolitikern hier in Ottruf ein Kompliment machen. Mit dem Gewerbegebiet haben sie diesen stabilen Sockel geschaffen. Aber man darf sich nicht darauf ausruhen, das ist richtig. Man muss weiterarbeiten, dass ein neues und weiteres Gewerbe sich ansiedelt. Man muss aber auch selbstverständlich im Haushalt sparsam haushalten, sparsam umgehen. Ich will ein Beispiel nennen. 1999 bin ich in Krawinkel Bürgermeister geworden, ehrenamtlicher Bürgermeister. Und die Gemeinde war in der Haushaltssicherung. Es konnte nichts mehr investiert werden. Es konnte freiwilligen Leistungen standen auf dem Prüfstand und Ähnliches. Auch da waren wir in einer schwierigen Situation. Wichtig ist, dass man in so einer Situation dann eine Art neues Wir-Gefühl entwickelt und gemeinsam anpackt. Das kann nicht der Bürgermeister allein, das kann auch nicht der Stadtrat allein. Es muss für die Stadt insgesamt ein neues Wir-Gefühl entwickelt werden. 2006 ist Krawinkel das erste Mal schönste Dorf im Kreis Gotha geworden. Herr Blei schmückt sich ein bisschen auch mit fremden Federn, wenn er sagt, Krawinkel steht gut da. Ich will sagen, ein bisschen Anteil habe ich daran auch. Für Ottruf ist für mich wichtig, ein Wir-Gefühl zu entwickeln und gemeinsam die Dinge, und ich will nicht verhehlen, dass vielleicht auch Schwierigkeiten auf dem Weg in der weiteren Stadtentwicklung vor uns stehen, aber dass man die Dinge gemeinsam anpackt im Stadtrat und mit den Bürgerinnen und Bürgern. Danke, Herr Schambach. Herr Weber, wir haben jetzt über Einnahmen, Ausgaben geredet. Ich sage es jetzt mal so, wie würden Sie denn die Einnahmen erhöhen? Also Einnahmen kann eine Stadt aus Steuern generieren oder eben, wie Thomas gerade sagte, wenn die Stadt bedürftig ist, durch Schlüsselzuweisungen seitens des Landes. Ottruf ist nicht bedürftig. Ottruf hat in diesem Jahr ungefähr 7,4 Millionen Euro Steuereinnahmen. Das kann man suchen hier im Landkreis, Waltershausen kommt ungefähr noch dorthin. In einer vergleichbaren Größenordnung natürlich. Gotha ist jetzt kein Garant, aber ich sag mal, das ist eine richtig gute Ausgangsbasis und vor allem, das muss man auch ehrlich sagen, ein Großteil der Steuern oder der überwiegende Teil kommt von Unternehmen im Gewerbegebiet. Ne? Wir haben ja heute auch Unternehmensvertreter da, das freut mich besonders, dass sie den Weg gefunden haben. Also Gewerbe ist das eine, Gewerbesteuern, dann natürlich Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer und ganz wichtig, die Menschen, die in der Stadt leben. Die Menschen, die in der Stadt leben, werden ja am Ende auch natürlich mit Übersteuern zur Kasse gebeten, aber sind natürlich auch der wesentliche Garant dafür, dass eine Stadt wachsen kann. Und deswegen gilt es zum einen, da gebe ich Herrn Schambach unumwunden recht, weitere Grundlagen für gewerbliche und industrielle Entwicklung zu legen, also Stichwort Gewerbegebiet 3. Und da hat die Stadt schon viele Vorleistungen gebracht, jahrelang Grundstücke aufgekauft, Gelder im Haushalt dafür bereitgestellt und eingesetzt. Und zum anderen muss man eben auch klar sagen, wir müssen der Leistungskraft des Gewerbegebietes und unserer Wirtschaft hier, da beziehe ich die anderen Unternehmen auch ein, die jetzt nicht gerade vor den Toren der Stadt, sondern in der Stadt sitzen. Man muss für diese Unternehmen, und das war gestern Abend zum Wirtschaftsstammtisch auch ein ganz wichtiges Thema, die Chance schaffen, dass nicht nur Fachkräfte gewonnen werden, sondern Fachkräfte
auch bleiben. Nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Stadt. Und das heißt Wohnraum schaffen für Familien, Bauplätze schaffen. Das findet sich auch mehr oder minder in fast allen Programmen unserer Kandidaten, die sich eben eingehend mit den Problemen der Stadt beschäftigt haben. Und das sind im Prinzip die zwei Komponenten, Gewerbe und Industrie entwickeln auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite, und das ist für mich aus meinem Blick zunächst das drängendere Problem, die Wohnraumfrage und die Bauplatzfrage zügig anzugehen und zu lösen, wobei es da mehrere Möglichkeiten gibt. Gut, was für eine Möglichkeit sehen Sie, Herr Kühn, genau in dieser Frage? Erzählen Sie mal, wie Sie Herr Webers Vorschlag umsetzen würden. Also Herr Webers Vorschlag finde ich gut, er hat es ja nun aus meinem Programm sehr gut übernommen, weil mein Programm steht schon länger da. Ich war der Einzige mit der Wohnraumanlage. Ich finde es ja toll, weil er vor 3 Wochen noch zum Uwe Zimmermann gesagt hat, es gibt keinen Bedarf, hier irgendwas zu ändern. Aber es ist ja schön, ich finde es schon mal total lobenswert, dass gewisse Dinge aufgegriffen werden. Herr Rieger hat es neulich auch mal in der Lokalpresse geschrieben, alle Ideen kommen rein und es kommen auf einmal Themen auf den Prüfstand, die vorher nie Thema waren. Ich finde das toll, also es ist ganz klar, wir müssen Gewerbe schaffen, Gewerbe steuern. Wir müssen Leute herziehen, wir müssen Wohnraum schaffen für die Leute. Gestern Abend hat der Herr Reinhardt angekündigt, er braucht 350 neue Arbeitsplätze bei Stork. Pro Jahr 100, habe ich irgendwie gehört. Es kommt also einiges auf uns zu. Das können wir mit unseren Einwohnern, glaube ich, gar nicht mehr stemmen. Wir brauchen Zuzug, wir müssen die Stadt attraktiv machen, dass die Leute hier auch gerne leben wollen. Das ist ja ein massives Problem. Das haben die Leute vom Erfurter Kreuz gestern auch erzählt. Die haben Stellenausschreibungen gemacht im Ruhrgebiet. Job toll, Kita toll, Wohnung besorgen, so alles toll. Und als es dann ging, nach Thüringen, da wollte keiner mehr. Aber das ist halt die Geschichte. Die zwei Dinge kommen. Einwohner braucht man und man braucht Gewerbe. Herr Plei, Sie sind ja zugezogen, ich sag's mal so. Ne? Ist schon viele Jahre her und da geblieben. Ja? Wie glauben Sie, dass man andere Leute auch überzeugen kann, herzukommen? Zunächst sollte man nicht immer sofort sagen, wenn wir mehr Geld brauchen, dass wir die Steuern erhöhen müssen. Mir wäre viel lieber, wir reden mal mit den Leuten, den Unternehmen, wie wir sie mehr motivieren können, dass sie mehr Steuern zahlen, aber nicht den Steuersatz höher. Und wie kriegen wir die Unternehmen dazu, die im Gewerbegebiet sind, dass der Hauptsitz nach Ortruf kommt? Und wo sind denn die ganzen Betriebsleiter und die Chefs, wo haben denn die ihre Wohnung? Die kriegen einen Haufen Kohle. Und die Wohnabgaben, die die haben, die müssen hier nach Ortruf und nicht in die Nachbarorte. Und ich finde es total spannend. Mit Gräfin Hein haben wir immer diskutiert, das ist der hochverschuldetste Ort, den wir haben. Wo ich die Tage mal genauer hingeguckt habe, wenn Gräfin Hein mal guckt, was da in dem Wohngebiet los ist und was für ein Steueraufkommen in diesem Wohngebiet auftaucht und dahinter sind noch 7 Hektar frei, dann müssen wir doch nicht hier überlegen, ob wir den Schins in Bewegung kriegen, wo die Frau Seidel gehabt hat, da darf keiner bauen, weil das Wasser durch den Beton kommt. Und deswegen müssen wir einfach zusehen, dort ist ein tolles Wohngebiet, dort mögen Leute gern wohnen, die Geld verdienen. Also ist es doch die erste Aufgabe, die wir haben, dieses Wohngebiet freigeben, dass da möglichst schnell vollgezogen wird und schon läuft das Geld über Gräfenhain in die schöne Kasse in Ortruf. Das sind doch Sachen, wo wir Erfolgsgeschichten in kürzester Zeit umsetzen können. Danke. Herr Kratsch, wir bleiben mal bei diesem Thema. Sehen Sie das auch so einfach? Nee. Das ist relativ schwierig. Ich würde sagen, wir haben bei der Gewerbeansiedlung ein Problem, weil für die Gewerbeansiedlung, selbst wenn wir das Gewerbegebiet 3 irgendwann nach vielen, vielen Jahren Planung, die ich übrigens nicht für so toll halte, die Vorplanung, sonst wären wir nämlich längst fertig und hätten ein Gewerbegebiet 3. Wenn wir hier Gewerbe ansiedeln wollen, dann brauchen wir für die Firmen attraktive Angebote und das sind weiche Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen das komplette Bildungsangebot, da haben wir mit unserer Schule gerade ein bisschen in der Diskussion. Wir brauchen funktionierende Kindertagesstätten, ob der Wechsel in die kommunale Trägerschaft wirklich so reibungslos funktioniert, wird sich zeigen. Ob das Anlaufschwierigkeiten sind oder der Beginn einer Pannenserie, das muss sich noch entscheiden. Wir brauchen unbedingt Wohnraum, hier ist seit Jahren nichts passiert. Wir erweisen Wohngebiete aus für Eigenheime und verlieren dabei aus dem Blick, dass ein 25-Jähriger nicht sofort ein Eigenheim baut, sondern lieber eine Familie gründet und eine günstige Wohnung bieten möchte. Wir hätten die Möglichkeit, in der Innenstadt das zu tun. Wir hätten die Möglichkeit, große Bauflächen auszuweisen für Gemeinschaftswohngebäude und nicht nur für Eigenheime. Und was ganz wichtig ist für die Ansiedlung von Unternehmen, die Gewerbesteuer. Wenn Sie eine Fläche haben in Ortruf und im Erfurter Kreuz oder im Gewerbegebiet Gotha Süd,
dann ist für den Investor der Gewerbesteuerhebesatz von enormer Bedeutung. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir mit den vielen Steuereinnahmen, die wir haben, die Gewerbesteuer senken, um für Industrieunternehmen, die hierher kommen wollen, attraktiv zu werden. Und davon mal abgesehen, diese 7, Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen sind volatile Steuern. Das heißt, die nehmen wir zwar erstmal ein. Ob die aber bei der Stadt verbleiben, das passiert erst nach dem Jahresabschluss der Unternehmen. Und wenn die sagen, ich zahle jetzt 300.000 Euro Steuern mehr, dafür baue ich lieber noch eine Halle oder modernisiere, dann sinkt ihr Gewinn durch die Investitionen und unsere Gewerbesteuereinnahme ebenfalls. Das heißt, was wir jetzt auf der Kante haben, das können wir noch lange nicht ausgeben. Hier ist Vorsicht geboten. Hier wird gerne mit hohen Zahlen jongliert, aber wir müssen warten, was unter dem Strich übrig bleibt. Und um Unternehmen hierher zu bekommen, müssen wir perspektivisch arbeiten, nicht mit dem, was wir haben, sondern mit dem, was wir anbieten können. Und hier wäre eine Gewerbesteuersenkung, Schaffung von Wohnraumsicherung der Schulstandorte, Kindertagesbetreuung, attraktive Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, das, was wir brauchen, um Steuereinnahmen zu generieren. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir machen hier ganz kurz einen Cut und gehen mal wieder ins Persönliche, weil es sonst wieder bei der Verlautbarung von Flyern fertig wird. Und wir fragen mal Herrn Weber. Herr Weber, wenn Sie ganz kurz sagen würden, warum sollen die Leute Sie wählen? Wo liegen Ihre Stärken? Was machen Sie anders als andere? Warum sollte man Sie wählen? Ganz einfach. Ich bringe zwei Sachen mit, die, denke ich mal, die anderen Kandidaten so nicht auf sich vereinigen können, wenngleich die natürlich auch super Stärken haben, völlig unbestritten. Aber zum einen bringe ich 13 Jahre Verwaltungserfahrung mit in Gotha, und zwar von der Aufsichtsbehörde. Also ich weiß, was Gemeinden tun, zu tun und zu lassen haben und was sie gestalten können. Und zum anderen fühle ich mich an der Stelle noch jung und dynamisch genug, um die Probleme auch anzupacken, die wir hier in Ottos sehen und heute Abend gemeinsam diskutieren. Dafür trete ich an. Ich bringe einen guten Background mit. Sie können sich gerne überzeugen. Ich biete Ihnen an, sprechen Sie mich an heute Abend oder wann auch immer. Schreiben Sie mich an über Facebook oder per Mail, wenn Sie mit mir in Kontakt kommen wollen an der Stelle. Ich bin gern offen, ich bin gern für Sie da und höre mir auch gern Kritik an in der einen oder anderen Richtung. Das habe ich auch gelernt über die 13 Jahre, dass es nichts bringt, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern dass man an der Stelle positive Entwicklung vor Ort nur gemeinsam erreichen kann. Und das ist nach wie vor mein Anspruch. Herr Schambach, Kritiker sagen Ihnen nach, dass Sie kompetent, aber leise, still und ruhig sein. Ist das ein Nachteil in diesen Zeiten? Warum sollten die Leute Sie wählen, wenn Sie so still und ruhig sind? Ich bin nicht still und ruhig. Ich bin ruhig in meiner Art, aber durchsetzungsstark. Die Dinge, die ich mir in den Kopf setze, die setze ich durch. Und das habe ich als ehrenamtlicher Bürgermeister in Gravinge bewiesen. Das beweise ich in meiner Funktion als Vorsitzender der Kreistagsfraktion. Da geht es auch nicht nur immer ruhig zu. Da geht es darum, verschiedene Interessen zu bündeln und zu einem Ziel zu bringen. Und wenn man mich verfolgt hat, meine Tätigkeit im Kreistag. Ich habe mich in letzter Zeit schon auch immer mal mit dem Landrat angelegt, wo ich nicht seiner Auffassung war, wo ich denke, dass der Kreis ein Stück weit falsche Prioritäten gesetzt hat und deshalb, so ruhig wie ich scheine, bin ich nicht. Herr Blei, wir gucken mal hier. Ich meine, Sie sind der einzige Mann mit Hut, den wollen Sie auch nicht absetzen, das sei Ihnen auch gegönnt, aber es gibt Leute, die sagen, oh, der Blei, dessen Programm ist Blei, das reicht nicht. Reicht das Programm Blei für Herrn Blei? Ja, wir kennen das ja aus alten Zeiten. Da gab es Herzöge und der Name kommt ja, weil sie vor dem Heer herzogen. Und einer muss die Richtung eingeben. Und am besten ist das, wenn einer den Hut auf hat, dann wissen die anderen, wo sie mit hin müssen. Und dafür stehe ich auch und ich stehe nicht für Verwaltung. Weil ich denke, in dieser Verwaltung sind so tolle Leute angestellt. Wie die Frau Habermann sie mit so viel neuen Elan, wie sie da rangeht. Was soll ich der denn im Weg stehen als Verwalter? Wir brauchen draußen Leute, die endlich mal Leben in dieses Schloss bringen, weil ausgeben und schön und Ausstellung ist alles toll und schön. Gestern Abend habe ich gesehen, wie viele Meter Heizungen und Strom da verlegt wird. Was dort an Kostenaufwand in Zukunft für Unterhaltung kommt, das hat, glaube ich, noch keiner ausgerechnet. Und ich habe mir zum Leitspruch gemacht, wenn man in Ohrdruf Bürgermeister ist, dann ist man ja automatisch auch Schlossherr. Und da habe ich gesagt, wenn ich Schlossherr hier werden sollte, dann ziehe ich aufs Schloss, damit die endlich alle wissen, wo das Schloss ist und wo das Geld ausgegeben wurde. Danke.
Herr Kühn, wir wollen ja jetzt, alle Leute hier im Saal wissen, was Sie arbeiten. Ich glaube, Sie haben eigentlich jeden potenziellen Wähler im Laufe der vergangenen 10 Jahre persönlich gesehen. Und von der Seite trotzdem, was glauben Sie, machen Sie anders als Ihre Vorgängerin und als Ihr Vorgänger vor der Vorgängerin? Wo liegt das Eigenheitsmerkmal von Ihnen als Bürgermeister? Okay, das Eigenheitsmerkmal, ja. Geht das ja? Also ich möchte gar nicht so viel anders machen als der Vorgänger der Vorgängerin. Der Klaus Scheigel, der hat uns erfunden. Der hat recht viel vorangebracht. Natürlich waren das andere Zeiten. Ich glaube nicht, dass man in diesen Mengen und diesen Potenzial noch investieren kann und so viel voranbringen kann. Aber man muss wieder diesen Vorwärtsgang einlegen und alles nach vorne bringen. Dass man wieder, wir haben so einen Stillstand und machen so nur das Tagesgeschäft. Es müssen neue Impulse kommen. Und ich bin leidenschaftlich und engagiert. Das können alle bestätigen, wenn es um irgendwas geht. Ich bin ein Kommunikator. Ich rede mit allen, mit Gewerbe, mit Mitarbeitern. Wenn ich was wissen will, da gehe ich dann halt hin und rede vor Ort. Und zur Kommunikation gehört auch zuhören zu können. Das ist ganz wichtig. Ich bin extrem belastbar, habe auch noch ein paar Reserve-PS, keine Angst. Und Bürgermeister in so einer kleinen Stadt wie hier, wo wir uns alle kennen, das ist kein 8-Stunden-Job und ich gehe nach Hause. Der geht 7 Tage, 24 Stunden. Das ist eine Berufung, das muss man wollen. Und ich bin da eigentlich bereit dazu. Und nur noch ganz kurz mit dieser Verwaltung. Wir haben 40 super Verwaltungsmitarbeiter. Ich weiß nicht, was man noch verwalten soll. Ne? Und wenn jetzt schon jemand den wohlsituierten Dornröschenschlaf der öffentlichen Verwaltung beruflich zelebriert, weiß ich nicht, was der da noch für Impulse in die Stadt bringen will und wie er uns noch voranbringen will. So, meine Damen und Herren, bevor wir mit Thomas Kratsch weitermachen, die erste halbe Stunde ist um. Wem es langweilig ist, der kann gehen. Ja, ich warte auch die 20 Sekunden und mache Eigenwerbung, aber nicht für mich. Und die Kollegin, die hier eben gekniet hat, ja, das ist die Heidje Beutel, die ist vom Mitteldeutschen Rundfunk, meine Damen und Herren. Und sie ist einer der Gründe, warum ich immer sage, GEZ sollte man zahlen, ganz ehrlich. Gute Journalistin, ist immer ein Applaus wert, das kriegt sie sonst nicht. Dafür kriege ich Ärger mit ihr, das kann ich Ihnen versichern, weil sie ist ja auch Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Thüringen. Ja, und neben ihr steht im Übrigen, er mag das auch nicht, aber er muss ja in 2 Wochen selber ran, Wieland Fischer, ihm bestens bekannt als Chef der Thüringer Allgemeinen und TLZ. Und ich sage immer, Tageszeitung lesen bildet weiter. Man kann natürlich über manche Dinge streiten, das wissen Sie auch, aber... Ich bin froh, dass beide da sind, weil es auch die Wertigkeit der Bürgermeisterwahl in Ortruf beweist. So, und dann machen wir weiter. Thomas Kratsch, es wird Ihnen nachgesagt, dass Sie auch teilweise ein Besserwisser sein, dass Sie streitbar sein. Wie wird das werden, wenn Sie Bürgermeister werden, dass nicht irgendein Mann, wie wir es in Tambach schon hatten zum Beispiel, dann in seinem Büro sitzt, beleidigt ist über die Welt, über Gegenstimmen und eigentlich in der Theorie nur alles besser weiß? Was glauben Sie, warum kommt genau das nicht? Besserwisser und Querulant ist, glaube ich, noch die wohlwollendere Umschreibung dessen, was man sich über mich in Ortruf erzählt. Das halte ich aber nicht unbedingt für einen Fehler, weil ich glaube, dass die Verwaltung und dass die Arbeit in der Stadt Ortruf verbesserungsfähig ist. Und wenn man es besser weiß und wenn man querdenkt und vielleicht auch von außerhalb der Verwaltung kommt und nicht groß geworden ist, dann hat man vielleicht auch Möglichkeiten, etwas zu verändern, weil man einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat. Grundsätzlich die Frage, Bürgermeister Thomas Kratsch, ja oder nein, lässt sich ganz einfach beantworten. Der Wähler, der erreichen möchte, dass in Ortruf wieder Luft weht, dass sich was verändert, dass Transparenz passiert, dass der Bürger beteiligt wird, dass die Stadtverwaltung wieder für den Bürger da ist, mehr für den Bürger da ist als bisher, der sollte mich wählen. Wer der Meinung ist, dass in Ortruf alles toll ist und dass alles so bleiben kann, wie es ist und überhaupt keine Veränderungen nötig sind, der hat 4 Alternativen, die er wählen kann. So einfach lässt sich das eigentlich begründen. Puh, starker Tobak für die anderen 4 Kandidaten. Die werden dazu mit Sicherheit noch was sagen können. Aber Herr Weber, Sie sind ein Presseprofi, da kennen wir beide uns ja, das ist keine Frage. Wo steht denn die Pressearbeit in der Top 10 der Liste, die Sie erledigen wollten? Auf Platz 10? Wenn Sie gewählt werden, natürlich. Sollte ich gewählt werden, würde die Pressearbeit unter den Top 3 stehen. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Nicht, weil das meine Profession ist, mit der ich groß geworden bin und auch eine Leidenschaft, für die ich brenne nach wie vor und was ich auch nicht abstellen werde. Aber ich bin der Meinung, und das geht jetzt ziemlich konträr zu dem, was vorher gesagt worden ist, in Ortruf gibt es sicherlich viel noch zu tun.
Es ist überall so, aber in Ortruf wird auch unheimlich viel getan, vor allem seit 2015 wird investiert ohne Ende. Ja? Sie kennen vielleicht alle die Helios-Geschichte, das Helios-Verfahren, an dem ich auch eine kleine Aktie dran habe und mitwirken durfte, dass der Landkreis Gotha und auch die Stadt Ortruf zusammen ungefähr 65 Millionen Euro erhielten für den Verkauf der Krankenhausanteile. Darüber kann man streiten, ob das richtig oder schlecht war, aber man hat sich damals für den Spatz in der Hand und nicht für die Taube auf dem Dach entschieden. Und mit dem Geld, rund 20 Millionen Euro für Ortruf, wird seit 2015 oder beziehungsweise beginnend 2016 investiert, und zwar in Größenordnung. Und das, jetzt komme ich zurück zum Ausgangspunkt der Frage, warum ich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Platz mindestens 3 sehe, das kommt mir ein bisschen zu kurz in der Außendarstellung. Wir haben sehr viel, wenn es um Ortruf geht, überlegen Sie mal, kommen wir entweder mit dem Wolf vor, dieses Phantom auf dem Übungsplatz und dessen Nachkommen, oder mit der Schlosssanierung, die wichtig und notwendig ist, völlig ohne Frage. Aber es passiert so viel mehr in unserer Stadt, was auch zum Teil nicht unbedingt aus den Gremien den Weg nach draußen findet, um es mal vorsichtig zu sagen. Also da werden auch zum Beispiel marode städtische Häuser saniert, befinden sich in der Planung, und da entstehen Millionenbeträge dahinter. Das ist wirklich Zukunft, die da gemacht wird und Zukunft, in die investiert wird, und das muss man einfach, das ist meine Meinung, auch ein bisschen besser verkaufen. Weil, machen wir uns nichts vor, ich lebe auch sehr gerne und eigentlich schon immer hier in der Region. Ich komme ja ursprünglich aus Grevenhain, seit 2013 lebe ich auch hier in der Stadt, habe ein Haus gekauft. Es ist so, wir können sehr gut uns beschweren, es ist auch richtig, Kritik zu üben, aber manchmal geht es auch ein bisschen über die Stränge, und wenn man mal in die Umlandgemeinden, und da kommen wir zur Gebietsreform, schaut, haben wir natürlich einen relativ hohen Level, von dem aus wir argumentieren und von dem aus wir unsere Probleme bewerten. Natürlich sind es Probleme, es bleiben Probleme, man muss sich dem annehmen, aber man kann auch mal schauen, wie es links oder rechts der Straße aussieht, und da muss man sagen, stehen wir wirklich nicht schlecht da, und das muss einfach nur auch besser verkauft werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Schambach. Wir machen gleich weiter. Der Herr Kratsch sagt, wer will, dass es so weitergeht wie bisher, ich übertreibe auch ein bisschen, der muss Schambach wählen oder Blei oder Weber oder Kühn. Was fällt Ihnen dazu ein? Herr Kratsch ist ja lang genug im Stadtrat. Er hat ja mitgemacht 9 Jahre. Von daher muss ich sagen, kann ich das zurückspielen. Ich glaube, ich stehe für frischen Wind in Ortruf, für frischen Wind ins Rathaus. Herr Weber arbeitet ja in der Pressestelle des Landratsamtes. Ich bin sicher, dass ich auch gute Pressearbeit leisten und machen kann für Ortruf. Mein Ziel, Ortruf muss jeden Tag einmal positiv in der Zeitung stehen. Ortruf muss in der Zeitung stehen, dass, ja, wie soll ich sagen, auch der Stolz auf die eigene Stadt, auf das, was da ist, auch ein Stück weit wieder wächst bei den Ortrufern selber. Wenn man unterwegs ist, in und um Ortruf. Es gibt Probleme, die sieht man, da muss man dran arbeiten. Ich will die Innenstadt nennen. Das ist die größte Herausforderung für alle, die sich bewerben um das Bürgermeisteramt. Aber es gibt auch ganz, ganz schöne Ecken in und um Ortruf. Die muss man erkennen, und auf die muss man auch ein Stück weit stolz sein. Und ich will dafür sorgen, dass die auch ins Bewusstsein der Ortrufer kommen. Herr Blei, prahlen für Ortruf, das wäre doch genau Ihr Ding, oder? Es gibt doch Leute, die sagen, Heinz Blei, das geht, der redet, der schreit, nicht im bürgerlichen Sinne des Schreien, sondern der paukt. Und dann? Ja, was dann? Auf jeden Fall muss ich selber die Pressearbeit nicht machen, weil wir arbeiten so gut, dass das die anderen machen. Und das freut mich immer wieder, weil ich verstehe immer nicht, was die alle arbeiten wollen als Bürgermeister. Das ist doch kein Vertrag, wo drin steht, dass du Leistung bringen musst. Steht da nicht drin. Ich bin deswegen auch in Krawinkel Bürgermeister geworden, weil da gibt es Geld und dann kannst du was draus machen. Mit dem bisschen Geld, was du da kriegst, davon kannst du als Unternehmer an sich nicht die Zeit aufwenden. Das muss Spaß machen, das muss man ertragen. Ich habe gestern Abend auch ertragen müssen, dass ich einen Kindergarten schlecht führe, aber 90 Kinder wollen in den Kindergarten nach Krawinkel. Ich habe Erfahrung, wie man Kindergarten führt, erfolgreich führt. Und ich sage immer, wer sich nicht wohlfühlt in Krawinkel, es gibt doch noch woanders Kindergärten, geht doch dahin, und da könnt ihr dann weiter rumpusten, wie ihr wollt. In Krawinkel haben wir ein tolles Team. Wir haben 90 Kinder in einem Kindergarten, der mal für 75 Kinder konzipiert worden ist. Und das ist meine Stärke. Mit dem Geld, was wir schon ausgegeben haben, mehr Geld zu machen oder nicht noch mehr Unkosten zu produzieren. Und dafür stehe ich. Und
ist doch gut, wenn die Leute mir den Vorschuss schon geben, dass ich prahle. Ja, wieso denn nicht? Wenn es gut ist, soll man es auch erzählen. Wofür tut man es denn sonst? Danke. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter. Herr Kühn, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil hier differenzieren sich Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, gute Arbeit. Es gibt Leute, die sagen, schlechte Arbeit. Es gibt Leute, die sagen, gute Arbeit demnächst, schlechte Arbeit bisher. Sie waren selber sehr unzufrieden mit dem, was teilweise erreicht wurde, beziehungsweise mit der Stadtratsarbeit, besser gesagt mit der Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Verwaltung. Was würden Sie denn anders machen? Na, ich würde wieder eine Kultur schaffen, wo die Stadtverwaltung und der Stadtrat gemeinsam vielleicht wieder an einen Strang ziehen. Das war auch durch den Wahlkampf bedingt, aber auch vorher schon. Es gab Querelen und einer, oder Thomas hat recht. Also es ging darum, welcher Name unter dem Antrag stand, ganz klipp und klar. Und ich hätte gerne, liebend gerne, der IG Schloss diese 4.500 Euro gegeben, weil sie ganz, ganz wichtig waren. Ganz wichtig. Und wir haben auch 7-8 verloren. Es war noch jemand krank, vielleicht hätten wir sonst, oder es war total knapp. Also es hat mir riesen schlimm leid getan. Und das ist halt, das ist schlecht, wenn es nur darum geht, nicht in der Sache das Gute herauszufinden, sondern weil der Name da steht oder dieser Name da steht, das ist halt schlecht. Und es ist wahnsinnig so Lagerkampf, richtige Lagerkämpfe, die einen da, nee, was die wollen, wollen wir nicht und umgedreht. Es ist total schwer. Und wie wollen Sie den Stadtrat dann überzeugen, dass das anders geht? Ja, wir müssen mehr auf die Stadträte zugehen, es muss mehr Transparenz her. Es kann ja nicht sein, dass ein Stadtrat irgendwo aus der Zeitung erfährt, was dort und dort passiert. Oder wir werden nicht richtig informiert. Wir müssen die Protokolle nachschauen. Gewisse unangenehme Dinge stehen dann vielleicht zufällig gar nicht mehr drin, wenn es keiner merkt. Es sind so Dinge, wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir müssen mal ganz schnell das beschließen, weil sonst die Frist um ist. Und vorher war ein Jahr Zeit und wir haben es nicht erfahren. Wir kommen immer in diese Bredouille rein, dass wir Dinge beschließen müssen, wo wir Bauchschmerzen dabei haben und es um viel Geld geht, nur weil sonst die Frist ausläuft. Aber es war Zeit zu beraten, aber es wird ja manchmal vielleicht auch mit System gemacht. Wir werden dann gedrängt irgendwo hin, wo wir vielleicht gar nicht hinwollen. Und das ist ärgerlich. Wir müssen gemeinsam zusammen durch die Ausschüsse und nicht mehr überrumpeln, alle zusammen offenlegen, Transparenz, Thomas schon gesagt, ganz, ganz wichtig. Und gegenüber der Stadtverwaltung, Stadträte und auch dem Bürger, weil manche sagen ja auch, was machen die da vorne überhaupt, ihr Mauschel da, ne, Jürgen. Es ist so und es macht den Eindruck, es macht auch wirklich den Eindruck, dass es so ist. Und das muss sich ändern. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Man kann natürlich, Sie gucken ja meistens, wie ich auch, auf die Leute, die reden, ja, aber die anderen haben ein Gesicht und das verziehen Sie oder auch nicht. Bisher lief das sehr gut, aber eben hat Herr Weber sein Gesicht ganz gewaltig verzogen. Warum, Herr Weber? Was hat Ihnen nicht gefallen an dem, was Herr Kühn gesagt hat? Also, Herr Kühn ist ja auch seit längerem Stadtrat, ne, seit 2009, Volker. Und nachdem ich hier nach Ortruf gezogen bin, gut, Politik und Kommunikation sind nun mal mein Steckenpferd, habe ich gedacht, dann gehst du doch mal in den Stadtrat und guckst dir das an. Ich bin ja auch ohnehin von Berufswegen immer im Kreistag und da war es natürlich interessant, auch die Parallelen zu ziehen. Es stimmt in Teilen, dass das Klima und die Stimmung im Stadtrat, sagen wir mal, verbesserungswürdig sind. Das geht mir als außenstehenden Beobachter deutlich so. Aber es stimmt eben auch nicht, dass man sich hinstellt und sagt, ja, die Verwaltung macht doch nur. Und die Verwaltung macht dies und die Verwaltung macht jenes. Leute, in Thüringen ist es so, nicht der Bürgermeister ist Diktator, sondern der Bürgermeister und der Stadtrat, die verwalten nach den Maßgaben der Gesetze eine Gemeinde. Es gehören immer zwei dazu. Und dieser zweite Part an der Stelle, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, Mensch, mein Gott, wir werden immer überfahren mit Vorlagen, wir können nicht beraten dies und jenes. Das kann hin und wieder mal vorkommen. Das ist manchmal dem Lauf der Dinge geschuldet. Aber es ist nicht, lieber Ortrufer, lassen Sie sich das nicht erzählen, es ist hier nicht der Standard. So wird hier nicht Politik gemacht. Und wenn man innerhalb des Stadtrates auch nicht miteinander reden will, über Fraktionsgrenzen beziehungsweise auch in den Gremien, es gibt ja dann dafür noch Ausschüsse und so weiter, dann muss man als Stadtrat, das ist ja auch ein Ehrenamt, man macht das ja auch, um etwas zu bewegen, dann muss man auch miteinander ein bisschen ins Gericht gehen und sagen, okay, dann lass uns drüber reden, lass uns schauen, was wir anders machen können. Ich bin selbst Mitglied sachkundiger Bürger im Bau- und Umweltausschuss. Es gibt immer mal wieder Reibereien. Das ist auch richtig, weil es geht um viel Geld. Es geht um Zukunft, was geplant wird und wofür Geld eingesetzt wird. Aber es ist mitnichten so, und das kann ich wirklich mit Fug und Recht, mit meiner Erfahrung auch unterschreiben, dass man hier den Stadträten irgendwelche Beschlussvorlagen unterjubelt, die dann im Eilverfahren durchgepeitscht werden, nur um schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Es gab
Eilverfahren, das muss man ganz ehrlich sagen, das war im vergangenen Jahr so, da ging es um Ausschreibungen für Bauleistungen. Das hing aber damit zusammen, dass man das Geld, was auch durch die Helios-Verkäufe eingekommen ist, auch verbauen wollte und binden wollte, indem man Aufträge vergibt. Und das ging ein bisschen ziemlich schnell durch die Ausschüsse, war aber auch der Sommerpause geschuldet. Und das ist eine Sache, wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht mal überlegen, eventuell die Abläufe nochmal zu entspannen vom Zeitlichen her. Aber grundsätzlich habe ich in all meinen Hospitationen im Stadtrat oder in meiner Arbeit im Bau- und Umweltausschuss nie feststellen können, dass hier systemisch gegen oder am Stadtrat vorbei gearbeitet werden würde. Und das will ich einfach mal klarstellen. Danke, Herr Weber. So, meine Damen und Herren, dreiviertel Stunde ist um. Fußball-Halbzeit wäre. Wir können uns eine Pause nicht leisten. Tempo, Tempo, Tempo ist die Frage. Aber wir machen wieder einen Cut und fragen 5 persönliche Fragen. Ja, Herr Schambach, mit wem von den 4 würden Sie ein Bier trinken gehen und mit wem nicht? Ich kenne alle gut und bin auch ja, zum Teil per Du mit den Leuten, mit den Gegenkandidaten. Also ich würde mit allen ein Bier trinken, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man sich in der Sache streitet, aber trotzdem auch, sage ich mal, persönlich noch einen Kontakt haben kann. Das finde ich wichtig und so habe ich es auch bisher immer gehalten. Hervorragend. Herr Plei, wer wird nach Ihnen Zweiter werden bei dieser Wahl? Sagen Sie es uns. Das ist doch klar, Volker Kühn. Und da ich im Moment in 42 Tagen Enthaltsamkeit bin, also kein Alkohol, würde ich im Moment mit Kim ein Bier trinken. Danach bin ich dafür bekannt. Meine Kinder sagen, Vater, gibt es auch ein Bild von dir, wo du kein Bierglas in der Hand hast. So, Herr Kühn, gar keine Frage. Ich muss jetzt hier mal weitermachen. Mit wem würden Sie in Urlaub fahren von den 4, wenn ich zahle? Puh. Ja, nicht, dass Sie sagen, nee, dafür gebe ich kein Geld aus. Im Urlaub fahren, mit Bier trinken. Okay, nee, eigentlich mit allen. Also mein langjährigster Streitkollege ist der Thomas. Ne, was wir uns schon gestritten haben, wir trinken trotzdem Bier zusammen. Wir können das trennen. Wir sind Nachbarn, wir unterhalten uns, wir treffen uns, haben oft unterschiedliche Ansichten, manchmal auch gemeinsame, je nachdem. Das gibt es bei mir nicht. Also das sind Themen und das andere ist persönlich. Also das gibt's. Herr Gratsch, wir müssen jetzt mal Ihren Nachbarn rausnehmen, weil sonst kenne ich die Antwort. Mit wem streiten Sie am liebsten, wenn Sie streiten würden von den 4? Das kommt darauf an, ob ich streiten muss. Wenn es nötig ist zu streiten, weil ich der Meinung bin, dass meine Meinung oder noch nicht zu Ende gedacht ist oder dass mir noch ein Korrektiv fehlt, dann streite ich, um meine Meinung zu korrigieren. Wenn ich der Meinung bin, jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich bleiben will, dann streite ich, damit der andere das akzeptieren kann. Und im Übrigen habe ich mit denen allen schon Bier getrunken. Herr Weber, wie würde die Pressemitteilung überschriftsmäßig ausfallen, ohne den Moderator zu loben? Ist ganz logisch. Jetzt Stand jetzt über die Veranstaltung hier. Konstruktiver Austausch mit einigen Spitzen. Machen wir weiter, meine Damen und Herren. Kommen wir mal zur Jugendarbeit. Ja? Haben Sie eben den Blick von Herrn Willing gesehen? Ja? Jetzt geht's zur Sache. Jugendarbeit, gut oder schlecht? Herr Schambach. Muss man was ändern? Jugendarbeit sehr gut. Ich kenne das Team vom Netzwerk, vom Jugendclub. Das gilt es zu erhalten und die Arbeit weiter zu unterstützen. Und das will ich tun. Und ich will das mal abkürzen an der Stelle. Gibt es jemanden, der ganz, ganz klar eine andere Meinung vertritt? Der kann es jetzt sagen. Herr Kühn! Eine andere habe ich nicht. Ich möchte nur noch ganz kurz, nicht, dass das zu kurz kommt, wer außer den nie Jugendpfleger sagt, das möchten die nicht, außer den 2 Mitarbeitern im Jugendnetzwerk ganz großen Anteil hat, ist der Erich Backhaus, ist nicht mal unter uns, aber der hat eine Riesenleistung für Ortruf getan. Herzlichen Dank. Herr Weber, bitte. Ich habe keine kontroverse Meinung, aber ich habe auch eine Ergänzung. Und zwar sollten wir bei Jugendarbeit vor allem die Ehrenamtlichen nicht vergessen, die in den Vereinen noch mit am Start sind. Also ich denke da vor allem an die hervorragende Jugendfeuerwehr, die mittlerweile über die 40-Grenze gesprungen ist zwischen Bambini und Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren. Das ist eine ganz große Leistung. Aber ich denke natürlich auch an unsere Sportvereine, Orange United und, wie sie alle heißen. Also das sollte an der Stelle auch mit erwähnt werden. Das ist eine ganz große soziale Leistung, die unsere Stadt erbringt, die die Menschen dieser Stadt für die Menschen in dieser Stadt erbringen. Und das ist eine Sache, die auch weiterhin gefördert werden muss. Und Ortruf hat ja im Verwaltungshaushalt die sogenannten Freiwilligenleistungen, also Dinge, für die eine Stadt nicht per Gesetz verpflichtet ist, sondern die eigentlich am Ende Lebensqualität ausmachen. Das sind zurzeit rund 650.000 Euro, ordentlicher Batzen. Wenn Sie mal gucken, der ganze Landkreis hat ungefähr 2,5 Millionen, die er ausgeben kann an freiwilligen Leistungen. Da ist ein Drittel davon
was allein die Stadt Ortruf stemmen kann, unter anderem auch für Jugendarbeit eine große Leistung. Und das ergänzt sich auch sehr gut mit der hervorragenden Arbeit, die die Kollegen im Netzwerk machen, ganz klar. Ja, vielen Dank, Herr Weber. Herr Kratsch, was wird jetzt unser nächstes Thema sein? Sagen Sie es mir. Solange es nicht die Rentenerhöhung ist. Ich bin genauso gespannt wie Sie, was wir jetzt. Fragen wir doch mal die Gäste. Ja, die Gäste kommen noch dran, keine Sorge. In 10 Minuten ist es soweit. Sie können sich die Fragen schon ausdenken. Ja? Achtung, ich wiederhole mich. Ich muss mal ein bisschen ernst gucken. Eine Frage für jeden. Nicht übel nehmen. Ja? Sie dürfen dann weitergeben und Sie können sich gerne auch nochmal melden dann. Dann gibt es wieder eine Frage, aber nicht 5 Fragen, nicht eine Frage. Und, ganz wichtig, kenne ich aus den Diskussionen in Gotha mit der AfD auch keine Diskussion, wenn einem die Antwort nicht gefällt. Die Antwort, die Sie hier bekommen, ist nun mal die Antwort des Kandidaten. Damit müssen wir alle leben, meine Damen und Herren. Ich finde den Umgang der Kandidaten miteinander fast schon zu fair. Nicht, dass ich will, dass die sich schlagen, gar keine Frage. Ja? Aber ein bisschen mehr Power könnte man gebrauchen. Herr Blei, Sie sind ja passionierter Reiter. Hat Ortruf eigentlich einen Reitverein? Selbstverständlich hat Ortruf Reiter und Reitvereine und hat natürlich auch das große Glück, dass im Schloss in diesem Jahr dann schon mal die Reiter, denke ich, zum Schlossfest mit einziehen werden. Die Landsknechte haben sich angemeldet, eine Truppe, die mit den Kavalleriereitern sehr eng zusammenarbeiten. Ich muss sagen, manchmal verlässt mich der Mut. Und zwar im letzten Jahr hatten wir zum ersten Mal diese Kavalleriemeisterschaften in Krawinkel. Und ja, man ist ja mutig und hat das auf dem Boxberg mal gesehen. Und dann kommst du im Laufe des Frühjahres zu deren Generalversammlung. Und dann kommen plötzlich Leute auf dich zu, Mensch, die haben gesagt, bei dir ist viel Platz, können wir nicht mit den Landsknechten dazukommen? Und am Anfang sagst du nur, wir sind für alles offen. Aber wenn die dann plötzlich mit 2.500 Landsknechten drohen, da habe ich gesagt, da lass uns lieber erstmal die Kavallerie kommen und die Landsknechte im nächsten Jahr. Und jetzt haben sie sich schon für Schlossfest mit angemeldet. Und das finde ich schon ganz gut. Dann kriegen wir schon mal ein bisschen Leben in die Bude. Man will ja Leben in die Innenstadt haben. Wenn da 2.500 Landsknechte durchgegangen sind, dann sieht die Innenstadt anders aus. Danke. Herr Schambach, ja, wir bleiben mal beim Thema. Nicht reiten, also von der Seite her. Sie sind ja bestens vernetzt in Erfurt. Na gut, wird jetzt der Herr Weber vielleicht sagen, da er auf CDU-Fahrschein kandidiert, nur bis nächstes Jahr, dann gibt es eine andere Regierung. Aber nein, was kann man von Erfurter Kontakten mitnehmen für die Arbeit in Ortruf? Ich bin ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Haushalt, Finanzen, Kommunalfinanzen tätig in der SPD-Landtagsfraktion. Meine Spezialität sind Förderprogramme und Fördermittel. Und genau das ist das, was ich in Ortruf einbringen will. Ich kenne mich aus in der Förderlandschaft von Thüringen. Und wenn es irgendwo Geld zu holen gibt, ich weiß, wo es ist. Und deshalb, das will ich einbringen in Ortruf. Ja, so einen Satz wünscht sich meine Frau seit Jahren von mir und kriegt den auch nie. Aber man kann nicht alles haben. Ja, Herr Kratsch, wir bleiben mal dabei. Sie sind ja Reiseverkehrskaufmann, ne? Ausgebildet. Ja. Was kann man denn aus der guten, weiten Welt mitnehmen nach Ortruf? Was meinen Sie? Was gibt es anderswo, was man hier noch nicht hat oder haben könnte? Kommen Sie jetzt aber nicht mit einem schiefen Turm von Pisa, bitte. Nee, gar nicht. Was mir auffällt, von dem, was meine Kunden mir erzählen, von dem, was ich selber erlebt habe bei Reisen ins Ausland, dass Menschen, die in ihrer Heimat leben, ihre Heimat lieben, dort sehr glücklich und sehr zufrieden sind, und das auf einem wirtschaftlichen, materiell deutlich niedrigeren Niveau als wir in Deutschland. Und es wäre eins meiner Ziele als Bürgermeister, dass die Ortrufer nicht mehr sagen, diese Dreckstadt, diese elende Stadt, dieses Ortruf, sondern meine Stadt, meine Heimat, mein Ortruf. Mein Ziel, das Beste, was ich erreichen kann in 6 Jahren Bürgermeisteramt, wäre, dass die Ortrufer nach 6 Jahren sagen, ich bin stolz darauf, in Ortruf zu leben. Und wenn ich sagen kann, ich bin stolz darauf, Bürgermeister der Stadt Ortruf zu sein. Mensch, das ist ja fast schon ein gutes Schlusswort, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Na, das Schlusswort, meine Damen und Herren, gibt es nach der Bürgerrunde. Ja? Wir wollen es den Kandidaten ja auch nicht so einfach machen. Aber Herr Kühn, da muss Ihnen doch das Herz aufgehen. Bei so einer emotionalen Ansprache. Ja? Bratwurstverkauf mit Ortruf-Fähnchen, das ist doch was, oder? Ja, selbst das ist, ich bezeichne mich immer als Aktivposten der Ortrufer Innenstadtbelebung seit 20 Jahren, muss man auch wollen.
Ja, das ist auch ganz lustig bei mir am Stand, wenn ich mal eine Geschichte erzählen darf. Das Treffen sich geht ja nicht nur um die Bratwurstessen. Da trifft sich der Opi mit dem Rollator und die Jungs mit den Fahrrädern kommen vorbei. Und ich denke mal so an Lars Witzmann oder solche, die damals mit 12 kamen, die kommen jetzt mit ihren Kindern wieder. Das ist schon ganz lustig. Und es gibt auch Pendler, wenn der Johannes Christ nach Hause kommt, Ute, da fährt er nicht zu dir, da kommt er erst zu mir, wenn es Donnerstag oder Freitag ist und isst eine Wurst. Und findet es gut, dass ich noch da bin. Also das ist schon jetzt ganz lustig gemacht, aber es ist auch ein Aktivposten, eine Belebung. Und natürlich, wir hatten das Wir-Gefühl, erinnert euch mal ganz kurz nach dem Schlossbrand. Das hat ungefähr so 6 Monate angehalten. Da waren alle da, wir haben alle gemacht, hat keiner gefragt, wie viele Stunden was kostet oder sonst irgendwas, die Leute am Tee gekocht, das. Und es wurde aufgeräumt, es gab freiwillige Helfer, wir hatten das mal, ne? Und irgendwie ist es jetzt wieder weg. Ja? Aber Thomas hat schon recht, das wäre toll, wenn wir es wieder kriegen. Ne? Also ich bin oft in Wölfis unterwegs, bin da Gründungsmitglied vom Förderverein Schwimmbad, sonst hätten wir es jetzt nicht mehr, wenn wir da damals nichts unternommen hätten. Und da klappt das noch. Da ist das total schön. Ne? Und der Matthias Siebert hat kein Geld, der sagt, wer hat Zeit, ich sponsor das Pflaster und da kommen die Leute überall her und pflastern vor der Kita deine Fläche. Und da fragt keiner nach Lohn oder sonst irgendwas. Das ist total genial, wenn wir das wieder kriegen könnten. Wie gesagt, die Leute wissen, was ich meine. Wir hatten es mal kurz nach dem Schlossbrand, aber es ist leider wieder weg. Wäre toll, wenn wir es hinkriegen. Müssten wir alle zusammenarbeiten, vor allen Dingen über die Vereine vielleicht. Meine Damen und Herren, noch 3,5 Minuten, dann sind Sie am Zug, aber es geht ja auch gut weiter. Heinz Blei, ganz ehrlich. Ja, der Stefan Schambach hat eben gesagt, Fördermittel, ich weiß, wo die zu holen sind. Fördermittel war auch ein Programm für Sie, viele Jahre vor Gericht oder auch nicht. Was hat man Ihnen vorgeworfen und warum sagen Sie, wird das keine Auswirkungen auf die Wahl in Ottruf haben? Sagen Sie es uns mal. Fördermittel ist immer ein schönes Thema. Verlockend, leichte Bögen, die man ausfüllen kann, viele Komma, die man vergisst. Und dann, so nach 3-4 Jahren, kommen die Kontrolleure. Dann hast du das Geld schön ausgegeben und bist ja auch deiner Sache ganz sicher, dass du was Tolles damit gemacht hast. Und die finden dann irgendwo irgendwelche Kleinigkeiten, die sie meinen, dass der Bauer zu viel Land angegeben hat, so wie bei mir, oder er hat das Land gar nicht gepflegt. Und dann wirst du angeklagt und dann gibt es nochmal einen Strafprozess, dann kommt noch der Staatsanwalt dazu. Und das musst du aushalten können. Weil wenn du etwas machst, gehst du davon aus, mit bestem Wissen und Gewissen. Und wenn du es als Privatmann machst, musst du das selber aushalten, weil es hält ja für dich keiner die Stange hin. Und ich muss sagen, dann merkst du, ob du ein Team hinter dir hast. Und wir in der Thüringeti haben 5 Jahre mit einem Strafprozess gelebt, der gegen mich ging, über 3 Millionen. Und nach 5 Jahren hat man festgestellt, die Flächen sind da. Sie sind auch alle bearbeitet worden. Aber ein Richter meint, ob es wohl richtig ist, dass man Grünland fördert, was man nicht ausgesät hat. Er meint, Fördermittel gibt es nur für Grünland, was man gesät hat. Und natürlich ist in der Munna und im Jonastal das Grün hat nie gesät worden, doch irgendwo ist es gesät worden von der Natur. Aber diesen Nachweis kannst du da nicht bringen. Und 15 Gerichte in Deutschland und Europa haben gesagt, es ist richtig so, auch das Grünland wird gefördert. Aber einer in Thüringen findet das im Moment anders. Und dann stehst du da und musst dich jetzt mal einigen. Und dann kannst du bei so einem Strafprozess tolle Anwälte holen, dich 5-6 Jahre mit denen noch rumschlagen, dass du deine Unschuld endgültig beweist. Oder du machst so einen Deal mit dem Staatsanwalt. Was kostet das, wenn wir das heute beenden? Und wie viele gemeinnützige Vereine können wir damit glücklich machen? Und wenn du da mit 3 Millionen drinstehst, wie bei mir, dann bist du ganz froh, wenn du 10.000 Euro an gemeinnützige Vereine geben kannst. Dann bezahlst du deinen Anwalt und dann ist ein Schlussstrich drunter. Und das Leben geht weiter. Und das Thema ist dann ja, wenn Stefan das so schön sagt, für so eine Gemeinde genauso das Problem. Bloß als Bürgermeister hast du es ja noch viel einfacher. Nach 6 Jahren lässt dich abwählen und der Nächste hat das Problem. Und deswegen, wo die Fördermittel sind, da braucht ihr keinen anderen holen, das kann ich. Und dafür habe ich auch einen guten Namen in der Landwirtschaft, dass wir alles das, was zu holen ist, wir optimieren.
Und wir haben einen Namen dafür, und ich vor allen Dingen, dass ich mich von keinem so aus der Bahn werfen lasse, genauso wie im Moment die CDU versucht, mir da irgendwas zu erzählen, ich müsste austreten, weil ich gegen die CDU-Kandidaten antrete. Die Frage werden wir sicherlich nochmal klären müssen innerhalb der CDU. Denn wenn die CDU-Verantwortlichen vor Ort einen amtierenden Bürgermeister, einen Kreistagsabgeordneten, ein Kreisvorstandsmitglied haben und entscheiden sich dann für einen Parteilosen, da muss man fragen, wer hier falsch liegt. Und das werden wir auch auskämpfen bis zum Letzten, weil ich lasse das drauf ankommen. Wir werden uns dort sicher irgendwann vor dem Parteigericht sehen. Und ich bin der Letzte, der aufgibt, sondern wir werden das am Parteigericht ausfechten. Das hat ja bislang in der CDU noch keiner gemacht. Wir kommen zum Ende, wir kommen zum Ende, wir kommen zum Ende. Okay. Danke, weil da hat sich Herr Weber gemeldet und ich sag mal, wir überziehen jetzt ganz kurz auf Kosten der Bürger, aber das machen wir mal, Herr Weber. Wann treten Sie in die CDU ein? Sagen Sie es uns. Nicht vor der Wahl. Und zwar, ich will Ihnen ganz kurz erklären, warum und wieso. Ja? Die CDU hat eine Satzung, also so eine Art kleines Gesetz für diesen Verein namens Partei. Und die CDU hat auch Regeln in dieser Satzung verankert. Und da steht eben drin, parteischädigendes Verhalten liegt dann vor, wenn jemand kandidiert gegen einen nominierten Bewerber. Das ist jetzt erstmal die Sachlage der Partei. Hat mit mir erstmal nichts zu tun. Ich bin ja kein Parteimitglied, aber ich bin nominiert worden von dem CDU-Ortsverband hier in Ohrdruf. Das war vergangenes Jahr im Mai. Da war auch Heinz Blei mit da als Kreisvorstandsmitglied. Und so eine Nominierungsveranstaltung läuft folgendermaßen ab. Man hat eine Tagesordnung, begrüßt sich, geht ein paar Tagesordnungspunkte durch und dann kommt der wichtige Punkt der Wahl. Und vor der Wahl wird zu Wahlvorschlägen aufgerufen. So wie das jetzt im Großen hier in der Bürgermeisterwahl auch ist. Wahlvorschläge können dort einfach eingebracht werden. Und da kann wirklich jeder, ob mit oder ohne Hut, seinen Hut in den Ring werfen und kann sagen, hallo, hier bin ich auch noch, ich stelle mich mit zur Wahl. Heinz, das hast du nicht getan an dem Abend. Bewusst oder unbewusst, du kanntest die Regeln auch der Partei. Und es ist auch sonst niemand aufgestanden, der gesagt hätte, okay, ich trete jetzt an und lass es einfach mal drauf ankommen. Und von daher sage ich mal, ja, ich nehme das nicht als Vorwurf an meine Person. Ja. Nein, wir haben ja auch persönlich keine Differenzen. Wir sind ja auch auf diversen Terminen miteinander unterwegs, vom Vorlesewettbewerb bis zu anderen Geschichten. Ich wollte es nur mal klarstellen. Also auch Herr Blei hatte die Chance und jede demokratische Chance, sich hier als CDU-Kandidat ins Rennen schicken zu lassen. Er hätte damals seinen sprichwörtlichen Hut in den Ring werfen können. Er hat es nicht getan. Jetzt macht das quasi als Einzelbewerber. Das ist legitim, kann er machen. Was die Partei damit, wie die Partei damit umgeht, ist jetzt nicht meine Baustelle. Ich ziehe mir das auch nicht auf den Tisch, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich biete Ihnen vor allem meine Person als Programm, weniger den parteilichen Background. Und das ist auch der Hintergrund, weshalb ich gesagt habe, vor der Wahl trete ich garantiert nicht in die eine oder andere Partei ein. Danke, Herr Weber. Wenn wir schon bei aktiven Mitglied, nicht auf Parteiliste und Parteilose auf Parteiliste, dann fragen wir auch den ehemaligen CDU-Mann Thomas Gratsch, was er dazu zu sagen hat. Möchte ich gar nichts dazu sagen. Sie hörten eine Wahlsendung der CDU, für den Inhalt ist die Partei verantwortlich. So, meine Damen und Herren, der Volker Kühn muss jetzt mal aufstehen, weil bevor wir jetzt in die Fragerunde kommen, gucken Sie ihn sich an, das ist jetzt Werbung, das werden wir die anderen Kandidaten übel nehmen. Der Mann verkauft Bratwürste. Ich verkaufe keine Bratwürste. Jetzt fragen Sie mal, wie hält man sich so fit? Essen Sie gar kein Fleisch? Sagen Sie es mir. Oder nur einmal pro Tag? Ich esse täglich Fleisch, mehrmals. Ich bin so einer. Ach, die Antwort hat mir auch nicht gefallen. So, meine Damen und Herren, los geht's. Hände hoch. Wer hat eine Frage? Wer möchte was fragen? Wer möchte was fragen? Ja gut, wunderbar. Hier. Sie sagen, bitte aufstehen, bitte ins Mikro reden. Genau so wie ich. Und Namen sagen und dann, wen Sie fragen wollen. Okay? Mein Name ist Lutz Zimmermann. Ich weiß, Lutz Zimmermann, dass du Lutz Zimmermann bist, aber das wissen doch nicht alle. Mensch, also. Folgendes. Schaffung eines ständigen Dialoges zwischen allen Unternehmen von Ohrdruf. Eigentlich an den Volker. Denn der hat es in seinem Wahlprogramm drin. Es war gestern der Stammtisch
Und es gibt einige Unternehmen von Ortruf, auch Einzelunternehmen oder kleine Unternehmen, die gehören zu diesem Stammtisch nicht und werden auch nicht eingeladen. Ja, gute Frage. Ja. Herr Kühn, Antwort. Deshalb steht da Schaffung drin, weil das noch bisher noch nicht so ist. Wir brauchen unsere Handwerker, die werden immer weniger. Vom Tischler, Klempner, Elektriker, alle müssen da mitmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sie müssen alle mit. Selbst die brauchen auch Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, wo man was tun kann, um die irgendwie zu fördern. Und sie sind ja alle auf dem Aussterben. Erstmal kriegt ja kaum noch einen. Versuchen sie mal nach dem Sturm letztens einen Dachdecker zu kriegen, das ist total schwierig. Und deshalb, die müssen mit eingebunden werden. Deshalb habe ich ja Lutz, deshalb habe ich auch reingeschrieben, Schaffung. Es gibt ja noch diese in keiner Form. Hat jemand der anderen Kandidaten ganz dringend was zu dem Thema zu sagen? Ansonsten schleiche ich vorbei. Herr Plei, bitte. Also wir haben ja in Klawinkel einen aktiven Gewerbeverein und der Verein hat sich auch zur Aufgabe gemacht, das Geschehen im Ort ein wenig mit ranzunehmen. Und wer das sehen will, wie erfolgreich das ist, alle 2 Jahre gibt es einen ordentlichen Umzug in Klawinkel. Da wird jeder mobilisiert und der Marktplatz in Klawinkel, den Stefan damals mal sehr ordentlich saniert hat. Ich zeige immer den Besuchern, vor allen Dingen denen, die aus den alten Ländern kommen, die wissen nämlich nicht, wo ihr Solidaritätszuschlag ist. Und dann sage ich, wir fahren mal bei uns über den Markt, dann könnt ihr sehen, wo der angelegt ist. Und wenn ihr nicht so faul werdet, dann könnten wir viel besser leben. Und das ist so mit den Gewerbevereinsleuten auch. Wir müssten bloß hier im Moment ein bisschen aufpassen. Diese Unternehmen sammeln alle Leute. Und wenn die sehen, dass wir so gute Handwerker haben, dann ziehen die alle in ihre Läden drin. Ob wir die alle auf einmal zusammenlassen dürfen, Volker, ich wäre da im Moment ein bisschen vorsichtig. Aber ansonsten ist die Würdigung des Ein-Mann-Betriebes bis zum 500-Mann-Betrieb in so einer Stadt dringend notwendig, dass das zusammenläuft, dass man miteinander redet, dass man sich austauscht und dass das nicht nur so ist, wie es jetzt ist, sondern dass man sich auch einfach mal so zu bestimmten Trupps trifft. Ich sehe immer Bernd Nagel, wenn man was wissen will, der sitzt bei Löhr vor der Tür und an einem Tag, wenn er mir das erzählt, alles, was so los ist. Und das ist ja unter den Leuten auch immer ganz wichtig, dass wir wissen, wie es dem anderen gerade geht. Genauso, wenn einer 1000 Bewerbungen hat, haben sie heute alle nicht mehr und nicht alle gebrauchen kann, dann soll er sie doch bitte zum Nachbarn empfehlen. Da sind ja vielleicht die Qualitäten gefragt, die man selber nicht brauchen kann. Dieser Austausch ist dringend notwendig und für mich dringend notwendig für diese Gegend ist, dass endlich diese Bimmelbahn wieder in die Gänge kommt, dass wir die Leute hierher kriegen, die im Gewerbegebiet arbeiten können und nicht, dass die Firmen, Busunternehmen und Linien selber gründen müssen, dass sie ihre Leute hier rankommen. Das ist unsere Aufgabe, die Leute hierher zu bringen, dass sie für uns Geld verdienen. So, meine Damen und Herren, nächste Frage. Wer meldet sich? Es kann doch nicht sein, der Saal ist voll. Ah, bin ich froh. Ich will ja nicht mal selber arbeiten. Ich gebe das Mikro mal weiter. Ja, mein Name ist Helmut Zentgraf. Ich sitze natürlich auch im Stadtrat, gemeinsam mit dem Volker in einer Fraktion. Und ich habe aber eine Frage an den Thomas Gratsch. Es treibt mich da nämlich etwas um, und zwar folgendes. Thomas Gratsch hat mit seinem Fraktionskollegen gegen die Einheitsgemeinde gestimmt. Die Gründe seien dahingestellt. Mittlerweile ist es aber so, dass die Dörfer rundherum bis auf Luisenthal alle auch entschieden haben, es wird diese Einheitsgemeinde geben. So, das heißt, die wird also auch, wenn Luisenthal zum Beispiel nicht dazu kommt, wird diese Einheitsgemeinde an den Start gehen. Und er bewirbt sich sozusagen jetzt um einen Bürgermeisterposten für ein Gebilde, was er eigentlich gar nicht will. Wie soll das funktionieren? Ich habe mein Wahlprogramm überarbeitet. Das liegt auch hier zum Mitnehmen aus. Ich möchte als Antwort vielleicht einfach nur die eingearbeitete Passage vortragen. Gebietsreform, Aktualisierung. Am 1. Februar 2018 hat der Stadtrat Ortruf die Bildung einer Einheitsgemeinde mit den Umlandgemeinden Wölfis, Krawinkel, Luisenthal und Gräfenhain beschlossen. Ich halte die gewählte Variante und den gewählten Zeitpunkt für verfrüht. Es ist aber nicht Aufgabe eines Bürgermeisters, über bestehende Verhältnisse zu klagen, sondern die Gegebenheiten zu akzeptieren und eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadt zu gestalten. Aus diesem Grund habe ich mein Wahlprogramm auch um einige Punkte erweitert. Grundsätzlich, ich bin nicht gegen eine Zusammenarbeit der in der erfüllenden Gemeinde verbundenen Ortschaften. Wir haben das, und das kann man auf meiner Internetseite nachlesen, 6 Gründe vorgelegt, warum wir der Meinung sind, dass der Stadtrat nicht im Februar beschließen sollte, eine Einheitsgemeinde zu bilden. Ganz kurz in der Darstellung. Erstens,
Das Vorschaltgesetz ist gekippt. Es gibt keine rechtliche Grundlage. Für den 1. April mit Inkrafttreten 1. Juli ist ein neues Begleitgesetz angekündigt worden, in dem wahrscheinlich auch neue Formen der kommunalen Zusammenarbeit möglich sind. Ich bin der Meinung, dass eine finanzstarke Gemeinde nicht ausreicht, um 4 finanzschwache Gemeinden zu stemmen. Es wird allen hinterher nicht besser gehen als vorher. Das ist meine Befürchtung. Und diese Befürchtung ist auch durch die Stadtverwaltung nicht entkräftet worden. Jetzt haben wir das Problem, wir haben eine Einheitsgemeinde. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich auf die anderen schimpfe, sondern dass ich sage, wir müssen an einigen Punkten umdenken und müssen mit den Ressourcen, die wir haben, noch sorgsamer umgehen. Wir müssen die umliegenden Gemeinden auf ihre Möglichkeiten prüfen. Wir wissen das Wohngebiet in der Gräfenhain. Wir haben brachliegende Gewerbeflächen, die nicht vermittelt worden sind in allen Gemeindeteilen. Die müssen wir vermarkten, wir müssen Investoren rankriegen, wir müssen unsere Einnahmen stärken, wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Dann kann das wahrscheinlich auch mit der Einheitsgemeinde gut gehen, auch wenn es nicht zum jetzigen Zeitpunkt meine Lieblingsvariante war. Meine Damen und Herren, nächste Frage. Sonst überbrücke ich die Zeit, die Sie wunderbar nachdenken. So, einen Moment. Bitteschön. Die meisten werden es wissen, ich bin Hans-Joachim Kunert, Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung Ortruf. Kein Ortrufer, aber nächstes Jahr bin ich's, denn da gehört Gräfenhain dazu. Meine Frage geht an Volker Kühn, und zwar dahin, ich höre ganz deutlich heraus eine durchaus geringe Wertschätzung der Arbeit der Stadtverwaltung. Mir liegt es jetzt fern, meine Chefin, die hier neben mir sitzt, zu loben, obwohl sie es verdient hätte. Jeder, der von Ihnen hier Bürgermeister wird, tritt in ganz, ganz große Fußstapfen. Dessen müssen Sie sich gewiss sein. Und nicht nur in die Fußstapfen von der Marion Hopf, sondern auch in die Fußstapfen von Klaus Scheigel. Und an den möchte ich insbesondere erinnern, weil als Klaus Scheigel hier angetreten ist, 1990 Bürgermeister zu werden, waren völlig andere Verhältnisse als heute. Sehr viel schwieriger Verhältnisse, vom finanziellen her, wie auch vom organisatorischen, Gesetzeslage und so weiter und so fort. Vieles ist geschaffen worden in dieser Zeit, als Klaus Scheigel Bürgermeister war. Und auf der Grundlage dessen können wir heute aufbauen und weiterarbeiten. Ich erinnere an ein großes Wort, was Klaus Scheigel zu seinem Abschied gesagt hat. Ja, wir haben viel geschaffen und ich stande dem voran. Aber ich hätte es niemals schaffen können, wenn ich nicht eine solche schlagfertige, gute Verwaltung und einen dementsprechend guten Stadtrat gehabt hätte. Ein Bürgermeister alleine schafft es nicht. Und diese Worte werde ich nie vergessen, denn das war eine Wertschätzung, die der damalige Bürgermeister Klaus Scheigel, der auch ein Macher war, absolut der Stadtverwaltung gegenübergebracht hat. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, ich bin ja nun seit 1994 auch an leitender Stelle in der Stadtverwaltung. Wir haben viele Höhen, wir haben viele Tiefen durch. Höhen, die kann man leicht und gut bewältigen. Tiefen, es ist etwas Schwierigeres. Jetzt meine Frage, mit was sind Sie eigentlich nicht zufrieden in der Arbeiterstadtverwaltung? Und wenn Sie umstrukturieren wollen, was ist das Ziel dieser Umstrukturierung? Denn die Arbeit der Stadtverwaltung wird nicht weniger und sie muss funktionieren. Das ist wichtig. Danke, Herr Kunert. Herr Kühn, bitte. Antworte ich natürlich gerne und direkt. Ich schätze jeden Mitarbeiter der Stadtverwaltung wert, dass Joachim, das hast du den falschen Hals bekommen. Wir haben da richtig gute Leute dabei, die das machen. Wir haben aber auch einen Teil dabei, die Quereinsteiger sind und das nicht so leisten, wie sie es können vielleicht. Aber darum geht es gar nicht. Mir geht es darum, die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Und ich will, dass hier alle Stadträte, die anwesend sind, wissen, was ich meine. Dass wenn gewisse Dinge nicht gewollt sind, da werden die rausgezögert, da werden Termine gemacht, dann wird gesagt, bis wann, was ist das erledigt, gibt es einen Arbeitsauftrag, nein, wird nicht gemacht, es wird hinausgezogen, es wird gedehnt, was nicht gewollt ist, wird nicht getan. Das ist einfach so und ich will jetzt hier gar nicht, das sind hier interne, es gibt ja auch nicht öffentliche Teile, wo man jetzt nicht drüber reden darf, die Dinge sind so. Ja, wir haben hier Stadträte anwesend, es wird hier keiner abstreiten können, es ist einfach so. Ansonsten, Gottes Willen, jetzt macht ja jeder einen Top-Job, ja. Nur, und die Strukturen, man muss halt ein bisschen vielleicht den Leuten, die engagiert sind, Freiraum geben, die gerne was tun wollen und die auch lassen, einfach nur.
Es ist gar nicht viel, was man ändern muss. Ein paar kleine Stellschrauben und dann ein bisschen was ändern. Um Gottes Willen, ich mache die Stadtverwaltung auf keinen Fall, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf keinen Fall schlecht. Nur manches ist eben einfach nicht gewollt und da kann ein Stadtparlament, das eigentlich das entscheidende Parlament ist, nicht viel ausrichten. Ist meine Meinung. Danke, Herr Kühn. Herr Scheinbach, Sie wollten was sagen? Sagen Sie es. Wir haben auch schon die nächste Meldung, also es wird nicht langweilig. Also Herr Scheinbach, bitte. Ich bin viel in Ortruf unterwegs. Ich wäre schon angesprochen und merke, dass es eine gewisse Unzufriedenheit einiger oder vieler Ortrufer mit der Verwaltung gibt. Ich weiß nicht, woher sie kommt, weil ich als Bürgermeister von Krawinkl 11 Jahre lang gut mit den Leuten in der Verwaltung zusammengearbeitet habe und weil ich weiß, dass die Verwaltung, dass da wirklich viele Leute sind, die ihre Arbeit gut machen wollen und auch gut machen. Für mich, glaube ich, ist ein Mentalitätswechsel ein Stück weit notwendig in der Verwaltung, sich mehr noch als Dienstleister zu fühlen oder auch zu definieren und, sag ich mal, sich der Probleme, die herangetragen werden, vielleicht, ich weiß es nicht, ob da manchmal zu sehr das Amtsgehabe herausgehangen wird. Das ist so, was ich aber selber persönlich nicht spüre. Für mich ist wichtig, in der Verwaltung auch eine Vorbildwirkung zu entfalten. Ich werde immer ansprechbar sein für die Ortrufer und ich erwarte das auch von den Mitarbeitern im Rathaus. Und ich glaube, damit kann man auch diesen Mentalitätswechsel im Rathaus schaffen. Und ich will da auch nicht alle in einen Sack hauen. Ich habe gut mit ihnen zusammengearbeitet und ich glaube, das wird auch gelingen für die Zukunft. Mein Name ist Jörg Reichenbach, ich bin Betriebsleiter bei Hermes Fulfillment. Eine Frage, die an alle Kandidaten geht. Wir haben gestern, es wurde ja auch schon angesprochen, im Gewerbegebietsstammtisch das Thema bezahlbare Wohnungen angesprochen. Eine Aussage von mir wurde eben ja auch zitiert von gestern. Wir wollen in den nächsten Jahren erweitern und 200 bis 300 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Wo können die in Ortruf oder den Randgemeinden wohnen zu bezahlbaren Preisen? Also keine Eigenheime, sondern da, wo ich Mietwohnungen habe. Vielleicht noch eine kleine Erklärung dazu. Die Frage kam von auf, es war ehemals ein Gewerbegebietsstammtisch, weil sich die Gewerbetreibenden aus dem Gewerbegebiet eine Plattform gesucht haben, um auch mit der Stadt zu kommunizieren. Weil wenn jeder einzeln rantritt, ist es ein bisschen schwierig. Mittlerweile ist das offen. Es sind alle Gewerbetreibenden recht herzlich eingeladen. Wir machen uns ja auch Gedanken, ob wir das in eine Vereinsstruktur bringen, um da auch tatkräftiger zu werden. Die Antwort kommt jetzt mal von Adrian Weber. Wer dann ergänzen will von den anderen Kandidaten, der kandidiert nicht, aber der sagt es mir. So, Herr Weber, Ihr Wort. Also die Lösung besteht meiner Ansicht nach aus verschiedenen Teilen. Zunächst einmal gibt es ja große Anstrengungen der Stadt, auch den kommunalen Wohnungsbestand Schritt für Schritt zu sanieren und dort auch neue bzw. hochwertigere Wohnungen anbieten zu können. Da gibt es auch entsprechende Mittel, die im Haushalt in diesem Jahr und im vergangenen Jahr eingestellt worden sind. Ich erinnere nur an die Wohnungen im Hannover Weg. Natürlich sind die alle oder überwiegend vermietet, aber der Weg ist richtig, die zu sanieren. Dann brauchen wir natürlich neue Plätze und Baugelegenheiten. Ne? Und da muss man gucken, ob man mehrere Ziele miteinander verbinden kann. Wir haben ja verschiedene freie Lücken im innerstädtischen Gebiet, die auch in städtischer Hand sind, also im städtischen Eigentum und bebaubar sind. Also ich denke da an Michaelisplatz zum Beispiel, freie Flächen in der Reinhardtstraße und Goethestraße zum Beispiel. Und das müsste man auf jeden Fall auch mit erschließen und zur Verfügung stellen können für Wohnungsbebauung. Und dann haben wir in Ortruf noch eine Besonderheit. Und zwar haben wir zwei größere Gebiete, für die Baurecht besteht. Also B-Pläne draufliegen. Das wäre die Erweiterung des Schins, der sogenannte Schins 3. Und zum anderen die Erweiterung der Gartenstadt in Richtung Arnstädter Straße, also wieder Richtung Stadtzentrum hin. Beide Baugebiete sind unterschiedlich qualifiziert. Das am Schins ist eigentlich ausgelegt für Einfamilienhausbebauung und es geht nicht dahin, wo Sie hinwollen, Herr Reichenbach. Das andere, Gartenstadt 2, ist eigentlich von der Bebaubarkeit her, von der Messung der Bebaubarkeit so eingeteilt, dass man dort mehr Familienhäuser bauen kann, wo dann eben auch Wohnraum erschlossen werden kann. Dazu muss man natürlich wissen, die Stadt Ortruf kann es selber wahrscheinlich nicht bauen, oder wird es nicht bauen können, man braucht einen Investor, aber ich denke, den kann man mit einem guten Background auch der und der Fürsprache der
namhaften Unternehmen, die wir hier vor Ort haben, durchaus gewinnen. Die Frage ist ganz einfach, für welche Lösung wird sich die Stadt am Ende und der Stadtrat, ne, die Stadt und der Stadtrat am Ende entscheiden? Das muss man eruieren. Für beide Gebiete gibt es Vor- und Nachteile, die man genau abwägen muss. Wie immer im Leben sind das Vor- und Nachteile finanzieller. Und man muss in die Betrachtung einbeziehen, wenn die Eingemeindung kommt zum Jahreswechsel. Haben wir in Grevenhain, das ist ja schon angesprochen worden, auch noch das Baugebiet, was theoretisch erweiterbar wäre. Wir haben aber auch in Luisenthal, das sich auch im Moment offensichtlich noch etwas ziert, freie Plätze, wo man mit einer Erweiterung relativ schnell zurande kommen kann, weil da schon Baurecht besteht. Also Potenziale hat Ortruf und Potenziale haben auch die hinzukommenden Ortsteile. Herr Weber, ist eine entscheidende Frage. Sie kommen noch dran, aber der Herr Blei und auch der Herr Kühn wollten was sagen. Wollen Sie was zu diesem Thema fragen oder was anderes zu diesem Thema? Dann bleiben Sie dran, wohlgemeint, ich komme gleich zu Ihnen. Dann ist Herr Willing dran. Wir sind immer noch im Zeitplan. Herr Blei, Sie haben das Wort. Super, wenn so viele Leute hier gebraucht werden. Wir haben hier Ruinen genug stehen, in privater Hand, aber auch in städtischer Hand. Ich denke nur an unser Flüchtlingsheim. Ich denke, die Zeit der Flüchtlinge ist hier bald um. Im Moment ruht sich der Landkreis darauf aus, in diesen Heimen sozialpflichtigen Wohnungsbau zu betreiben. Das könnte man ändern. Dort könnte man kurzfristig, ich denke, für 50, 60 Leute schon mal, die Lehrling und in der Woche hier sind, vernünftige Einraumwohnungen mit Nasszelle und was dieser für die Woche brauchen, schnell investieren. Für die anderen Ruinen, die wir in privater Hand haben, habe ich mit Sicherheit 4, 5 Unternehmen. Wenn Sie uns sagen, was Sie pro Quadratmeter geben wollen, bauen die Ihnen innerhalb von einem Jahr die entsprechenden Wohnungen. Wird aufgenommen im Fernsehen. Ja, also von der Seite, Herr Kühn, bitte. Ja, Wohnungsbau habe ich ja schon gleich als erstes mit in meinem Programm gehabt. Herr Reichenbach hat das gestern nochmal angesprochen. Und wir als Antwort hat er bekommen von der Bauamtsleiterin, die Stadt ist nicht verantwortlich, Wohnungen zu bauen. Und es ist nicht die Hauptaufgabe der Stadt, Wohnungen zu bauen. Und ich sehe das ein bisschen anders, wenn man nach Waltershausen oder Gotha guckt. Es gibt sehr erfolgreiche Wohnungsbaugenossenschaften oder GmbHs mit städtischer Beteiligung. Das ist ja auch das Problem, die Stadt wie wir können ja gar keine Kredite aufnehmen, weil wir Rücklagen haben und wenn wir investieren, schmelzen wir immer unsere Rücklage ab und haben dann irgendwann keine mehr. Gründet man aber eine Wohnungsbaugesellschaft und stattet die eignet in die städtischen Immobilien, stattet die finanziell aus, die muss dann betriebswirtschaftlich arbeiten, muss Gewinne erzielen und kann natürlich ganz anders reagieren. Also Waltershausen macht jetzt, wenn man von Schneffenthal reinkommt, die ganzen Blocks neu, das sieht richtig gut aus. In Gotha sieht man es überall. Da kann man natürlich in kürzester Zeit viel mehr erreichen. Ihnen geht es ja jetzt nicht um diese Eigenheime, weil Ihre Leute möchten ja einfach erstmal wohnen und bezahlbare Wohnungen haben. Und das Bauamt hat ja so ein bisschen gespielt. Auch, es gibt auch ein paar Ecken auch in der Innenstadt, wo man sowas tun könnte. Auch auf dem ehemaligen Stadtverformungsgelände, vielleicht zum Wohnpark, was Schickes, was sich einbindet da. Man kann da vieles tun. Man muss dann halt gewisse Dinge anschieben. Und das geht wahrscheinlich mit so einer Wohnungsbaugesellschaft eher. Frage. Ja, ich habe noch eine Frage dazu. Mein Name ist Thomas Knoll, ich bin alter Ortrufer, war viele Jahre nicht in Ortruf. Ich hatte damals 86 leider keinen Bauplatz hier in Ortruf bekommen, bin nach Hohenkirchen gezogen, nach 26 Jahren wieder noch zurück nach Ortruf. Wir reden hier Katze im heißen Brei. Wer will nach Ortruf? Nach 26 Jahren habe ich gesehen, super Industriegebiet, super Arbeit, super Sportplatz, super Turnhalle, viele Sachen sind wunderbar. Ich wohne jetzt seit 8 Jahren wieder in Ortruf, tote Innenstadt. Was ist hier in Ortruf los? Wir hatten Schwimmbad, wir hatten Kino, wir hatten Kneipen, wir hatten Seele, wir haben alles gehabt. Was bieten wir unserer Jugend? Gerade den Gewerbetreibenden zu sagen, ihr habt Angestellte, ihr habt Kinder. Was machen wir in Ortruf? Wir fahren nach Wölfis ins Schwimmbad, wir fahren Georgendolt ins Schwimmbad. Was wollen wir in Zukunft unserer Jugend bieten? Was wollen wir unseren Arbeitskräften bieten? Arbeit ist da, Gewerbegebiet ist da, aber mit einer toten Innenstadt wird das nichts. Hervorragende Frage. Herr Kratsch hat sich als Erster gemeldet. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema. Und da werde ich vielleicht von der Linie abweichen und jeden
fragen, aber zuerst Herr Kratsch, die Antwort. Die beiden vorherigen Wortmeldungen möchte ich am Stück abarbeiten. Gehen wir davon aus, dass am 15. oder am 29. April abends mein Telefon klingelt und der Wahlleiter fragt, Herr Kratsch, nehmen Sie die Wahl an. Dann sage ich ja. Sie am 2. Juli an. Und dann brauche ich von Ihnen Zahlen. Wann ist mit welchem Wohnraumbedarf zu rechnen? Welche Altersstruktur? 2, 3, 4 Wohnungen. Dann gehen wir los in der Stadtverwaltung, suchen leerstehende Flächen. Wir müssen unter Umständen den Bebauungsplan ändern, weil das Wohngebiet Schinz ist tot. Wir kommen mit der LEG nicht zur Erschließung. Die LEG hat Ansichten, die die Stadt Ortruf nicht teilt. Wir haben uns festgezurrt. Wir können erst woanders erschließen, wenn der Bebauungsplan geändert ist. Wir müssen an den Bebauungsplan ran. Dann brauchen wir eine große Fläche, dann brauchen wir einen Investor. Das ist alles viel Arbeit. Und da muss ich die Verwaltung dann bitten, zu unterstützen, damit wir das Ziel erreichen, nämlich hier zum richtigen Zeitpunkt den Wohnraum für die neuen Arbeitskräfte und die neuen Einwohner von Ortruf zu schaffen. Das zweite ist die Innenstadtbelebung. Das hat was mit Gewerbe zu tun. Aussage der Stadt bisher ist nicht unsere Aufgabe, genauso wie beim Wohnbebauung. Das ist Aufgabe der Händler. Die Händler haben damit zu tun, ihr Geschäft zu führen. Die Händler haben damit zu tun, Kunden zu gewinnen und zu halten. Die Stadt kann dabei sehr wohl unterstützen. Das fängt damit an, dass ich die Internetseite der Stadt Ortruf, bei der mir die Füße einschlafen, wenn ich sie aufrufe, aufgepeppt wird und dann muss dort ein Reiter sein. Dann muss dort sofort angeboten werden, leerstehender Wohnraum, leerstehende Gewerbeflächen. Mit einer Beschreibung, mit einem Grundriss, mit einer Miete. Dann muss da drin stehen, ob der Besitzer bereit ist zu vermieten und für Existenzgründer günstigere Bedingungen anbietet, damit es für ihn lukrativ ist. Ich habe eine Existenz gegründet und ich weiß, dass die Kosten, die auf einen Existenzgründer zukommen, bei aller Förderung horrend sind. Und wenn die Miete um die Hälfte niedriger ist, ist das ein starker Anreiz, in Ortruf vielleicht doch mal probieren, ein Geschäft zu machen. Parallel dazu muss ich die Leute dazu animieren, in Ortruf auch einzukaufen. Ich höre viele Ortrufer schimpfen, dass in Ortruf nichts los ist. Und im nächsten Satz erzählen sie, wie toll sie im Thüringenpark und im Jo oder im Moses shoppen waren. Und das beißt sich. Und da muss ich den Ortrufern erklären, Leute, ein Händler kriegt von niemandem Geld, außer von dem, der bei ihm einkauft. Und dann kann ich, wenn die Innenstadt belebter wird, ich würde zum Beispiel auch die Firma Stork bitten, einen Werksverkauf in die Innenstadt zu legen und nicht ins Gewerbegebiet. In dem Moment kommen Leute in die Stadt und sehen, ach guck mal, da ist ein Otto-Shop, da gibt es noch einen Buchladen, da ist noch ein Reisebüro, da kämpft auch noch ein Peter Stöwe und versucht was zu verkaufen. Da gehe ich doch jetzt mal rein. So, und wenn das passiert, dass die Leute wieder in die Innenstadt kommen, dann kommt vielleicht der ein oder andere auf die Idee und sagt, ich bin jetzt seit 10 Jahren arbeitslos, aber ich fühle mich eigentlich noch gar nicht so alt. Ich möchte jetzt mal versuchen, hier ein kleines Café oder ein kleines Bistro zu eröffnen oder sonst irgendwas. Und da kann die Stadt, denke ich, meiner Ansicht nach auch unterstützend wirken. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir die Innenstadt beleben, wenn wir neue Einwohner bekommen und dann stabilisieren wir die Stadt Ortruf und dann machen wir die Stadt lebenswert. Das ist verdammt viel Arbeit. Das kann ich als Bürgermeister nicht allein, das kann die Stadtverwaltung nicht allein, da brauchen wir zuerst und vor allem die Ortrufer. Die müssen hier wohnen, die müssen hier einkaufen, die müssen hier Geld ausgeben und die müssen sagen, ich tue das gerne, verdammt nochmal. Meine Damen und Herren, Ergänzungen, Widersprüche, Herr Schambach, bitte, legen Sie los. Zu dem Letztgefragten, was ist in Ortruf los und was kann man tun? Die Ortrufer können an der Stelle auch von den umliegenden Orten lernen. Es ist vorhin schon mal gesagt worden, wenn in Wölfis was ist, da gehen die Wölfis auch weg und da ist der Schenksaal voll und da brummt der Bär, sage ich jetzt einfach mal so. Das in Gravinge, Gräfenhain und Luisenthal auch so. Warum ist das in Ortruf nicht so? Ich war beim ersten Büttenabend, da war ein Drittel, sage ich mal, der Bänke leer. Es hat mich schon traurig gemacht, weil ich das große Engagement des Karnevalvereins wirklich, das war so eine klasse Vorführung, aber ein Drittel der Plätze leer. Für mich ist wichtig, dieses Wir-Gefühl neu zu entfachen. Wenn ein Verein was macht, müssen die anderen Vereine auch hingehen. Und damit tragen sie auch Sorge, dass wenn sie selber was machen, dass auch die anderen zu ihnen kommen. Nur so funktioniert das in den Dörfern. Und wenn so eine Situation da ist, dass man nicht weiß, ob die Ortrufer vom Sofa kommen, ob die Ortrufer zur Veranstaltung kommen, wer will sich das noch antun? Also das muss man ändern. Man muss erst mal anfangen und muss da diesen Kreislauf durchbrechen. Heute Nachmittag war hier Seniorenakademie. Hatte ich gemeinsam mit der Angelika Zangemeister eingeladen. Da haben mir viele gesagt, ach, was du das nur machst. Die Senioren von Ortruf, die kriegst du nicht vom Hocker. Es war eine gute Veranstaltung. Es war nicht ganz so voll, aber fast so voll wie hier. Und im Nachgang gab es
durchaus lobt, die gesagt haben, ist schön, dass mal einer was angeboten hat. Ich habe zur Bedingung gemacht, ob es weitergeht, an der Tatsache, ob es angenommen wird. Es wird weitergehen, weil genug Ottofer da waren. Das ist so ein Beispiel. Und das ist ein Kreislauf, den wir durchbrechen müssen, gemeinsam. Und ich will mich dafür einsetzen. Herzlichen Dank. Herr Weber, Sie hatten sich gemeldet. Danach kommen wir zu Herrn Willing, der hat eine Frage. Dann kommen Sie wieder nach hinten. Da ist die nächste Frage. Spannend bleibt. Herr Weber, kurz halten bitte. Sie liegen in der Redezeit vorn. Ja, insgesamt. Danke. Drei kleine Sachen zur Innenstadtbelebung. Heute ganz frisch, neu aufgemacht, Kerstin Machts, Modeladen, direkt dort, wo Edith Möller mal hatte. Also, liebe Ottofer, auch mal reinschauen, vielleicht was mitnehmen. Ist eine tolle Sache, ist nett eingerichtet. Das ist wirklich auch die Sache, die Thomas und Herr Schombach auch schon angesprochen haben. Also wir müssen hier auch selbst für Umsatz sorgen. Zweite Geschichte, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, was man unterstützend tun kann als Stadt, man könnte eine Art Anreizprämie machen, also eine freiwillige Leistung, eine Art kleine Prämie, 1.000 Euro vielleicht als Stadtkapital städtischerseits, wenn es der Verwaltungshaushalt hergibt, für Neuansiedlungen im innerstädtischen Bereich auszahlen. Das wäre eine Anregung meinerseits. Ich hätte noch was zu ergänzen zu Heinz Blei und dem Landkreis, der sich auf dem Internat ausruht. So schnell geht es nicht mit Auflösung von dem Asylheim. Es gibt laufende Verträge, die bringen der Stadtwirtschaft Ortruf immerhin 5.000 Euro monatlich ein, haben oder nicht haben an der Stelle. Wir erinnern uns, vorher stand dieses Internat leer und war eigentlich ein Kostentreiber für die Stadt. Ja? Also es musste ja erhalten und unterhalten werden. Ja. Also an der Stelle hätte Heinz Blei, wenn er gewählt werden würde, ab Mitte 2020 die Gelegenheit, dort groß umzugestalten. Vorher wird es wahrscheinlich nicht gehen, es sei denn, man lässt sich auf einen langwierigen Prozess ein. Vielen Dank. Darf ich, ja. Also, mein Name ist René Willing. Der ein oder andere kennt mich ja. Ganz kurz nochmal, Ausgangssituation Jugendarbeit. Ich will noch schnell was sagen. Es ist nicht nur das Kinder-Jugendzentrum-Netzwerk, sondern das ist auch der Ottofer Karnevalsverein, das ist die Freiwillige Feuerwehr, das ist der Sportverein, das sind viele Vereine in Ottruf. Und ich denke, bei unsere Kinder und Jugendliche sind gut aufgehoben in den Vereinen. Ja? Und ich denke auch, die Stadt geht den richtigen Weg mit uns gemeinsam, dass wir aus dem Jugendzentrum ein sogenanntes eine Jugendkulturvereinszentrum machen, so eine Art Generationshaus, wo wir integrieren einen Müttercafé, Krabbelgrupperaum, Seniorenraum, mehrere Generationen drin haben, mehrere Vereine drin haben. Das ist der richtige Weg, um junge Familien hier in Ottruf zu halten. Aber junge Familien muss man auch halten mit der Innenstadtbelebung. Das sind wir gerade gewesen. Ja? Junge Familien und nicht nur junge Familien, auch die ältere Generation, die vermissen Stadtcafé. Das letzte hat letztes Jahr zugemacht. Ja? Man weiß nicht, wo man sich treffen kann. Die Treffpunkte sind alle weggenommen worden. Ja? Der Weg zum Beispiel, die Werksverkäufer Stork oder Brand und solche Leute hier in die Innenstadt zu holen, das ist einer der wichtigsten Wege mit, sage ich mal. Ja, aber wir haben viel mehr Potenzial hier. Aber Innenstadt ist, wie gesagt worden, mein Punkt, die Frage an alle vier Kandidaten, Kultur- und Tourismuskonzept. Ja, wir haben hier eine Schlossgartenpassage, wir haben zwei geschlossene Hotels, wir haben einen Tobiashammer, wir haben Schloss Ernstein, wir sind eine Bachstadt. Nach außen hin kaum Werbung. Das weiß keiner. Ja, und da die Frage an die vier Kandidaten, von jedem vielleicht drei Punkte zum Kultur- und Tourismuskonzept, was sie anders machen würden. Gute Frage. Herr Kühn, komm, antworten Sie, bitte. Ja, was heißt anders? Wir machen ja gar nichts zurzeit. Also wir müssen einfach mal was tun. Wir müssen Bach vermarkten, wir müssen sehen, dass wir die QP-Teile, wir müssen die ganze Ausstellung, das Schloss neu vermarkten. Dann wollten wir ja integrieren, da reden wir ja auch schon lange drüber, es passiert aber nichts, diesen Wohnmobilparkplatz auf dem ehemaligen Festplatz am Schloss. Damit, die werden ganz gut nachgefragt in der ganzen Region, Rotebachmühle überall, die sind relativ gut ausgebucht, dass wir da noch was kriegen. Wer da übernachtet, geht ja auch hier irgendwie essen oder kauft sich mal ein Brötchen morgens oder auch so. Ja, das ist halt total wichtig. Aber man muss halt gucken, man muss in eine Broschüre rein, man muss schauen. Gotha war lange außen vor, die Leute sind immer nach Eisenach, nach Erfurt und nach Weimar gefahren. Und Knut Gorch hat es irgendwie geschafft, damit reinzukommen in die Städtekette. Und warum soll Ottruf das nicht auch schaffen? Wir haben genauso viel zu bieten wie Gotha. Und dass wir dann reinkommen, wenn wir unsere Dinge hier fertiggestellt haben, da gehört vielleicht auch dazu, dass alle Sehenswürdigkeiten vielleicht unter einen Hut kommen. Vielleicht auch in der Abteilung der Stadtwirtschaft angesiedelt, wie der Bauhof oder die Sportstätten oder das Netzwerk, dass man halt sagt, der Tobiashammer, das Schloss,
der Infopavillon, das Gerbereimuseum, dass die alle unter einen Hut sind und dass ein Herr Faulstich vielleicht auch in der Lage ist, mal auf dem Tobiashammer eine Führung zu geben und ein Thomas Kölbis vielleicht im Schloss das auch kann. Schlecht wäre es, wie es bisher war, vorm Schlossbrand, wenn dann halt eine Handynummer dran steht, die Leute wollen ins Schloss und rufen die ein und es kommt keiner. Also man muss da was, man muss überhaupt was tun, nicht besser tun, man muss überhaupt was tun. Herr Blei, Sie haben sich gemeldet bei mir vor der letzten Frage. Jemand noch eine Frage, weil wir sind jetzt in der Verlängerung und das werde ich mir nicht nehmen lassen. Ich muss ganz kurz noch zwei Fragen beantworten, dann nach der letzten Frage mit der Bürgermeisterin klären hier und dann kommen wir zur Abschlussfrage an die Kandidaten. Also Herr Blei, was haben Sie zum Thema zu sagen? Einfache Antwort für das ganze Geschehen, was René Willing gerade gesagt hat. Volker Kühn hat gerade Gotha nochmal erwähnt. Finde ich total schön. Ein Typ wie Knut Kreucht. Ich denke, ich stehe ihm nicht in allem nach. Reimen kann ich nicht so gut. Den Rest kriegen wir hin. Tourismus lebt von Zusammenarbeit und ich glaube, da hapert es in letzter Zeit oder überhaupt nicht nur in der Stadt. Alle touristischen Anbieter müssen zusammenkommen, aber man muss auch über den Ort hinaus zusammenwirken mit der Stadt Gotha. Knut Kreuch ist ein guter Freund von mir und deshalb, es gibt schon erste Gespräche, auch das Schloss Friedenstein und das Schloss Ehrenstein gemeinsam zu vermarkten. Oberhof liegt vor unseren Toren. Es gibt kaum oder so gut wie keine Zusammenarbeit mit der Stadt Oberhof. Warum ist das so? Das sind alles Fragestellungen, damit müssen wir uns beschäftigen. Für mich ist Zusammenarbeit über die Ortsgrenzen hinweg ganz, ganz wichtig für den Tourismus. Herr Kratsch, Sie hatten sich auch gemeldet. Und wenn der Herr Kratsch was sagt, sind wir alle durch. Dann darf der Herr Weber auch noch was sagen. Es sei denn, er schüttelt den Kopf und will nicht mehr. So, Herr Kratsch. Was wir brauchen, jeder hat jetzt hier ein paar Details angebracht, was die Stadt Ortruf braucht oder die Einheitsgemeinde Ortruf, wir müssen ja größer denken jetzt, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das ist ein zertifiziertes Vorgehen, das ist nicht irgendwas, wo sich drei Leute aus der Stadtverwaltung hinsetzen und was aufs Papier schreiben. Da wird ein Ist-Zustand erfasst, da wird verglichen mit anderen Gemeinden, da werden Lösungen gearbeitet für bestehende Probleme und da ist alles drin. Da ist die Vereinsförderung drin, da ist die Innenstadt drin, da ist die Wohnansiedlung drin, da ist die Gewerbeansiedlung drin und da ist vor allem auch der Tourismus drin. Und wenn ich dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept erarbeitet habe und das mit Standepede und Vollgas, gehen 1,5 Jahre hin und dann habe ich was, wo ich mich runterarbeiten kann, ohne dass ich an jeder Stelle wieder neu anfangen muss. Danke. Kommen wir zur, Achtung, letzten Frage. Will jemand noch? Der kann sich jetzt melden. Ansonsten kommen wir zur letzten Frage der Bürgerrunde. Sie haben das Wort. Wolfgang Marz, mein Name. Ich komme auf das Thema Finanzen zurück. Ist ja schon mehrfach über städtische Finanzen gesprochen worden. Jetzt rede ich mal über die Finanzen der Bürger. Ich habe im Wahlprogramm von Herrn Schambach gelesen, dass das Thema Straßenausbaubeiträge, wenn Straßen ausgebaut werden, verändert werden, verbessert werden, schöner gemacht werden, weiterhin zur Kasse gebeten werden und dass er sich mehr Transparenz, mehr Informationen für die Bürger vorgenommen hat bei solchen Maßnahmen. Jetzt gibt es aber zwischenzeitlich eine Gesetzesänderung. Das Kommunalabgabengesetz Thürings ist dahingehend geändert worden, dass den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt worden ist, auf Straßenausbaubeiträge zu verzichten, unter ganz klaren Regeln. Und zwischenzeitlich gibt es auch vom Thüringer Innenministerium die Anwendungshinweise zu dieser gesetzlichen Regelung. Weil Herr Schambach sich dazu geäußert hat in seinem Wahlprogramm, geht die Frage, wie sehen Sie Möglichkeiten, auch die Bürger, die Grundstückseigentümer, die Hauseigentümer in der Stadt Ortruf finanziell zu entlasten, indem man über diese neuen Regelungen nachdenkt, nämlich den Bürgern das Geld zu belassen, um auch ihren eigenen Anteil an der Veränderung des Stadtbildes in Ortruf mit leisten zu können. Das geht nur mit Geld. Herr Weber, ich bitte um eine Antwort, wenn Sie eine haben. Haben Sie eine? Ja, es ist in der Tat so, dass das Kommunalabgabengesetz geändert worden ist in § 7 in mehreren Absätzen. Und es ist gestaffelt, inwieweit eine Gemeinde in der Lage oder es einer Gemeinde erlaubt ist, nach verschiedenen Prozentgraden und nach Art und Weise der Straßennutzung auf Straßenausbaubeiträge weitgehend zu verzichten. Das geht bis 95%. Und an der Stelle muss man natürlich gucken, solange wie die Stadt leistungsfähig ist,
kann man diese Regeln anwenden. Wenn natürlich die kommunale Fusion kommt und die Leistungsfähigkeit der Stadt Ortruf im Wesentlichen ein Stückchen zurückgehen wird, zugunsten auch der hinzukommenden Ortsteile, wird man aber dennoch nicht darauf verzichten können, weiterhin in einem wie auch immer gearteten Anteil Straßenausbaubeiträge zu erheben. Will jemand ergänzen? Herr Scheinbach. Das sind neue Regelungen. Man muss prüfen, inwiefern Ortruf die Bedingungen dafür erfüllt. Für mich fängt, das Problem aber sogar noch früher an. Bei der Planung von Baumaßnahmen müssen die Bürger zeitig und früh einbezogen werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten in Krawinkel erst gestern im Gemeinderat eine Diskussion dazu. Da gehen die Bürger auf die Barrikaden, weil es geplant wurde, ohne dass die Bürger einbezogen worden sind. Ist nicht mal der Gemeinderat einbezogen, aber das nur nebenbei. Man muss eine frühe Beteiligung der Bürger sicherstellen, dass sie mitreden können, um kostengünstiges Bauen sicherzustellen. Dann ist das Problem der Beiträge im Nachgang nicht so hoch. Aber man muss auch über diese neuen Möglichkeiten, die sich ergeben, nachdenken und muss gucken, ob die Voraussetzungen in Ortruf gegeben sind, um Spielräume für die Bürger zu nutzen. Herr Plei, dann Herr Kratsch, dann Herr Kühn und dann bitte ich mal Frau Hopf zu mir. Aber keine Sorge, ich will Sie nicht grillen. So, von der Seite her. Herr Plei. Wenn die Kommunisten das Gesetz geändert haben, dann bin ich dafür, schaffen wir die Straßenausbaubeisätze ab. Das steht doch den Bürgern dann zu. Ich hoffe, Sie haben auch das Geld dafür. Dann machen wir das. Alles andere hat ja keinen Zweck. Wenn gesetzlich diese Möglichkeit da ist und die Kommunisten, und ich spreche speziell Bodo Ramelow an, mit dem ich übrigens sehr gut zusammenarbeite, weil das muss man. Der verteilt im Moment die Kohle in Thüringen und deswegen muss man immer zu denen hin, die Krippe haben und nicht zu den anderen. Und wenn er sagt, wir kriegen das in Ortruf auch geregelt, wieso sollten wir die Ortrufer und speziell in der neuen Gemeinde dann auch unsere Bürger in Krawinkel damit belasten, wenn das möglich ist. In Krawinkel haben wir jetzt, und speziell ich mit meinem Stellvertreter Hans-Walter Möller, ein Ding auf die Schnelle planen lassen, organisieren lassen. Wir kriegen es noch durch, weil wir natürlich auch ein bisschen egoistisch sind. Wir haben noch Geld und wir würden es gerne in Krawinkel in die Straße bauen. Danke. Herr Kratsch. Das Kommunalabgabengesetz hat für mich im Bereich Straßenausbausatzung einen ganz grundsätzlichen Webfehler, über den bisher überhaupt noch niemand gesprochen hat. Anwohner oder beziehungsweise Eigentümer von Grundstücken, die an sanierten Straßen liegen, werden zu Ausbaubeiträgen herangezogen, weil durch die Sanierungsmaßnahme der Wert ihrer Immobilie und die Lebensqualität steigt. Das stimmt. Aber was ist denn mit den Mietern, die in dem Haus leben? Die profitieren in gleichem Maße davon, aber der Vermieter, der Besitzer darf die Ausbaubeiträge nicht auf die Miete umlegen. Warum nicht? Warum darf er nicht so wie die Grundsteuer oder wie Nebenkosten oder Betriebskosten anteilig auf die Miete umlegen? Ich halte das für gerecht, weil auch der Mieter von der neuen Straße profitiert. Und ich bin der Meinung, er zahlt ja nur so lange, wie er da wohnt. In dem Moment, wo er die Miete kündigt und woanders hinzieht, zahlt er dort auch keine Ausbaubeiträge mehr auf die Miete. Und damit können Sie Hauseigentümer schlagartig entlasten. Das wäre der erste Weg zur Entlastung. Das zweite ist, wenn die Stadt Ortruf, und da ist jetzt für mich in der Sitzung was ganz, ganz Erstaunliches passiert. Der Herr Weber hat gesagt, es könnte finanziell etwas nachteiliger werden. Wir sind auf einem guten Weg. Noch ein halbes Jahr und wir wissen, wie nachteilig dieser Weg sein könnte. Also setzt hier einen Erkenntnisprozess ein. Die Frage ist, wenn wir das Geld haben oder wenn wir das Geld auch nicht haben, wie wollen wir die Leute entlasten und was ist mit denen, die bisher gezahlt haben? Die Frage ist, wie stellen wir um von einmaligen auf wiederkehrende Gebühren? Sie müssen zum Ende kommen. Das geht leider nicht anders. Ist ja nicht Ihre Veranstaltung, ist ja meine. Sage ich schlicht und ergreifend, es muss leistbar sein und es darf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune nicht noch weiter schwächen. Inwiefern und wie es gerechter gestaltet werden kann, muss im Rahmen der Ausgestaltungsmöglichkeiten zum Kommunalabgabengesetz geprüft werden. Herr Kühn, wollen Sie noch was hinzufügen? Ich will ja fair sein. Ja, alle haben es schon mitgekriegt. Ich bin ja kein Verwaltungsjurist, habe von dem neuen Gesetz trotzdem gehört. Abgeschafft werden sie nicht. Es kann gemindert werden bis zu einem gewissen Prozentsatz unter gewissen Umständen. Das Problem ist jetzt wirklich nur, wir haben dieses Jahr ein richtig gutes Jahr. Geht das ja?
und haben einen guten Haushalt. Wir haben Haushaltsüberschüsse, haben Mehreinnahmen, Gewerbesteuer. Und dann können Sie sagen, Leute, wir setzen euch runter, ihr zahlt nur noch 10%. Ne? Und zwei Jahre später, die nächste Straße, da haben wir ein richtig schlechtes Jahr, zahlen dann große Investoren 2 Millionen Gewerbesteuer, Vorauszahlung vielleicht zurück. Und dann sieht es ganz schlecht aus und die zahlen dann die vollen Prozentsätze. Und das wäre dann, es gäbe schon einen, ich sehe da einen großen Unfrieden. Also man müsste mal schauen, wie man dann langfristig hinkommt. Also das sehe ich sehr problematisch, wenn wir ein Jahr nehmen wir ganz viel, ein Jahr nehmen wir gar nichts, in 3 Jahren wieder die Hälfte. Ich stelle mir schwer vor. So, meine Damen und Herren, Frau Hopf, kommen Sie bitte mal. Kommen Sie bitte mal her. Ja. Wir wollen mal der Frau Hopf einen Beifall klatschen. Wissen Sie, das Schwierige am Job ist, dass man als Bürgermeister natürlich immer in der Öffentlichkeit steht. Gut, in Ottruf dank der Pressearbeit ein bisschen weniger zuletzt, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Aber der Job ist nicht immer einfach. Das ist einfach so. Und deswegen ist der Beifall auch wichtig und gut für eine Frau, die nach vielen durchaus nicht erfolglosen Jahren dann in den Ruhestand wechselt. Mal ganz ehrlich, was wird das Erste sein, was Sie tun als freie Frau im freien Lande Ottruf? Ja, mich mal zu Hause mit meinem Mann beschäftigen, der viele Jahre ins Hintertreffen geraten ist, muss ich Ihnen sagen. Das ist einfach wichtig und eigentlich das Rentner-Dasein genießen. Okay. Haben Sie irgendwas in der Diskussion vermisst heute? Tja, also das Positive mal für die Bürgermeisterin muss ich sagen, denn es ist auch viel passiert. Wir haben alleine gemeinsam 52 Millionen in den 12 Jahren verbaut und das ist schon eine tolle Leistung. Auch wenn der eine oder andere das anders sieht. Mehr ging einfach nicht und ich muss sagen, ich habe eine wunderbare Verwaltung, auf die kann ich mich immer verlassen, nicht so wie es heute hier angebracht worden ist. Und man muss auch mal sehen, wir hatten ein Schloss, was abgebrannt ist. Und in diesem Schloss mussten wir 14,5 Millionen verbauen. Und wir können nicht mehr Personal einstellen. Wir haben einen Stellenplan, der ist vorgeschrieben. Und somit ein Dankeschön an unser Bauamt, denn sie hat das nebenbei gemacht. Und somit ist das eine oder andere vielleicht ins Hintertreffen geraten. Aber wir sind dran und wollen das weiter aufbauen. Alles das, was die Schwerpunkte heute waren. Und mehr geht einfach nicht. Wir sind Menschen und die brauchen ab und zu auch mal zu Hause eine Freizeit. Meine Damen und Herren, ein herzlicher Applaus für Marion Hopf. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zu den letzten 2 Minuten. Meine Damen und Herren, liebe Kandidaten, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie dürfen ihn beantworten, frei wie Sie sind, ohne einen Monolog zu halten. Meine Damen und Herren, ich will vorweg schon sagen, herzlichen Dank für die Disziplin. Mir ist natürlich bewusst, weil jeder Journalist ist ja größenwahnsinnig, wenn ich kandidieren würde, hätte ich jetzt Ihre Stimme. Aber ich kandidiere nun mal nicht und wir haben ja 5 interessante Kandidaten. So, meine Damen und Herren, wir fangen mal mit Thomas Kratsch an. Nach 100 Tagen als Bürgermeister werden die Ottrufer von mir sagen, dass... Ich bitte mittags mit meinem Hund weiter spazieren gehen soll, damit Sie mich mal direkt ansprechen können. Herr Weber, nach 6 Jahren als Bürgermeister werde ich wieder antreten, weil... Ich denke, dass man ehrlicherweise in 6 Jahren nicht alle Probleme, die wir heute besprochen haben, gelöst haben kann, gemeinsam mit dem Stadtrat und gemeinsam mit den Bürgern. Herr Schambach, Kommunalfinanzen in Ottruf wird in 6 Jahren nicht mehr das Thema sein, weil ich als Bürgermeister dafür gesorgt habe, dass das solide Fundament von Ottruf bestehen bleibt und sogar gefestigt wird. Herr Blei, ins Rathaus in die Wand wird mit Blei dabei gemeißelt oder auch nicht, weil... Also erst ist die Luke da oben wegkommt, wenn man ins Rathaus kommt und es kommt ein Servicetisch in den Aufenthalts- oder in die große Halle und die Bürger müssen nicht mehr außer Atem zu Frau Seidel hochmüssen, damit sie dann doch noch mit kräftiger Stimme ihren Unmut loslassen können. Herr Kühn, der Stadtrat bzw. er wird ja im nächsten Jahr neu gewählt, ich will es denen, die es eventuell nicht wissen, nochmal sagen. Der Stadtrat wird ein Jahr vor meiner Wiederwahl als Bürgermeister von mir schwärmen, weil? Weil ich alle Interessen sehr gut vereinen kann. Ich bin im Junge von Dorf, ich komme aus Grevenhain, ich habe Kontakte in Wölfis, ich liebe die Stadt Ottruf. Wir würden gemeinsam eine Erfolgsgeschichte draus machen und es zu einem guten Ende führen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gehen Sie wählen.
Ich habe das sehr als Privileg empfunden. Wir sehen uns ja in 6 Jahren wieder. Bis dahin. Tschüss.